Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir, meine Damen und Herren. Ich muss mich die ersten 10, 15 Minuten erst ein Stück in Schwung reden. Und heute Abend erst, und heute Morgen erst um 1 Uhr hier gewesen, ein Vortrag in Lauingen. Aber jetzt geht die Sache gleich voll weiter. Finanzkrise. Thema Finanzen. Hier steht dran, physische Ökonomie kontra Globalisierung und Finanzen. Das ist es, worum es mir heute im Verlaufe der ersten anderthalb, ein und eine Dreiviertelstunde, so meine Zeit, gehen soll. Vielen von Ihnen, ich wurde eben angesprochen, sind meine Vorträge aus dem Internet eigentlich schon bekannt. Und viele, die hier sitzen, auf einem Vortrag, auf einem Forum oder auf einem Kongress Grenzwissen, haben sich mit diesen Themen schon beschäftigt, sonst wären sie nicht hier. Deswegen möchte ich die negativen Dinge zu diesem Geldsystem und sowas auf eine unterhaltsame und lustige Weise ein Stück durchhecheln, um zum Schluss auch etwas mehr über Lösungsansätze zu sinnieren. Ich glaube, da ist uns am meisten geholfen, da ein paar Anregungen letzten Endes reinzugeben, aber auch am Anfang erst einmal ein Stück den Finger in die Wunde zu legen. Und ja, in diesem Zusammenhang fällt mir eigentlich gleich ein kleiner Witz ein, den ich am Anfang bringen möchte. Ich komme aus Berlin, und zwar aus dem Ostteil, habe Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft studiert, bin dann in der Finanzdienstleistung groß geworden. Und kurz vor der Wende erzählte man sich im Osten folgenden Witz. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Der geht so, Fritzchen in der Schule, gibt es so bei uns die Fritzchenwitze. Fritzchen in der Schule und die Lehrerin kommt rein, Deutschunterricht, machen wir mal was Neues. Wer von euch Kindern kennt denn mal einen schönen Vierzeiler? Fritzchen meldet sich, ganz stolz. Die Lehrerin, ja bitte Fritzchen, fang an. Unsere Katz hat, Junge, 7 an der Zahl, 6 sind Kommunisten, 1 ist liberal. Oh, ist ja hervorragend, auch noch mit politischer Bedeutung und das in der Unterstufe. Damals sagte man politische Bedeutung, der Begriff Political Correctness war noch nicht erfunden, den gibt es erst im Westen. Es gehen 3, 4 Wochen ins Land, da gibt es eine Hospitation. Also Schulamt überprüft, wie gut die Lehrer sind. Und da dachte die Lehrerin, jetzt kann sie mal glänzen und sie wird sich wohl auf Fritzchen verlassen können. Ja, liebe Kinder, wer von euch kennt denn einen netten Vierzeiler? Und Fritzchen meldet sich erwartungsgemäß, die Lehrerin voll erleichtert und Fritzchen legt da los. Unsere Katze hat, Junge, 7 an der Zahl, 6 sind im Westen, 1 ist nicht normal. Das war nicht der Witz. Der Witz kommt noch. Die Lehrerin voller Aufregung. Fritzchen, vor 4 Wochen hast du den Vierzeiler doch anders erzählt. Frau Lehrerin, Katzen werden blind geboren. Meine Damen und Herren, dann kam der Westen über uns, weil es fand ja einen Kauf der Ostgebiete statt mit einer maroden Wirtschaft und einer Personalaufstockung. Wollen wir alle Personalausweise, vielleicht im zweiten Teil auch ein Steck dazu. Der Blindflug setzte sich. Und heute weiß ich, Sozialismus und Kapitalismus sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Denn sie hatten beide die gleichen Finanziers. Das ist bitter. Und für mich setzte sich der Blindflug noch 11 Jahre fort. Und erst mit einem gewissen Ereignis, über das heute auch noch die Rede sein wird, bekam ich einen klaren Blick oder machte die Augen auf und fing an zu sehen. Und dann fing man an, sich richtig mit den Dingen zu beschäftigen. Was habe ich denn da alles an der Schule gelernt? Was habe ich an den Universitäten gelernt? 12 Jahre in der Schule gesessen, 5, 6 Jahre irgendwo im Studium verbracht, um dann festzustellen, ich weiß nichts. Wie die Welt wirklich funktioniert, keine Ahnung.
Milch gibt es im Supermarkt, die Kuh ist lila, hat man mir in der Werbung erzählt, und Strom kommt aus der Steckdose. Und wenn das nicht der Fall ist, oh. Dann stellt man fest, man hat wesentliche Grundprinzipien, wie das Universum funktioniert, eigentlich gar nicht kapiert. Das hat einem auch komischerweise niemand gesagt. Das macht einen ein bisschen nervös. Dann fängt man an zu lesen, ach je, ach je, ach je. Erst im Jahre 2005 habe ich das erste Mal dieses Grundgesetz gelesen. Ach je. Und nun steht man hier und erinnert sich an sein Bibelzitat, das da lautet, selig sind die Ahnungslosen. Nun hat man ein Stück Wissen und nun ist es meine Aufgabe, Sie dahingehend ein Stück zu unterhalten, was hat das denn hier mit dieser physischen Ökonomie und mit der Globalisierung und mit den Finanzen auf sich? Steigen wir ein in dieses Thema, und was Sie als erstes sehen, ist auch noch so ein komisches Bild. Das hängt bei mir im Büro und findet sich in der Stanza della Signatura im Vatikan. Da hat man die Verträge unterzeichnet im Vatikan. Es ist von Raphael, es ist die Zeit der Renaissance und heißt die Schule von Athen. Warum bringe ich Ihnen das? Hat genau wieder mit meinem kleinen Witz zu tun und mit meiner Einleitung. Hier, man kann viel darüber reden, sind alle Geistesgrößen der Zeit unter dieser Kuppel vereint, und zwar alle Naturwissenschaftler und alle Philosophen zusammen. Was dieses Bild ausdrückt, ist eigentlich wieder ein universelles Verständnis von der Welt zu bekommen. Und ich glaube, die größte Aufgabe von uns allen, und ein Beitrag soll sicherlich auch dieser Kongress leisten, ist, dass wir wegkommen von diesem Spezialistentum, wegkommen von diesem Spezialwissen. Das ist das, was uns in die Katastrophe geführt hat. Jeder von uns ist auf seinem Gebiet ein kleines Stück Spezialist geworden. Aber Spezialisten, meine Damen und Herren, sind Menschen, die von immer weniger immer mehr wissen, bis zu dem Punkt, dass sie von nichts alles wissen. Derart präpariert auf die Menschheit losgelassen, das sind dann die Katastrophen. Und ich sage gerne, wenn wir es doch schaffen sollten, dass wir es technisch schaffen, dass der Globus uns irgendwann mal um die Ohren fliegt, dann wird es die Stimme eines Experten sein, der kurz zuvor sagt, das ist technisch nicht möglich. Also, universelle Erkenntnis, universelles Wissen. Und steigen wir ein in das, was da eben bezeichnet wurde als physische Ökonomie, die verbotene Wissenschaft. Was wir sehen, ist Leibniz. Dann sehen Sie auch noch ein paar komische Formeln. Keine Angst, kein Vortrag über Mathematik und schon gar nicht über Infinitesimalrechnung. Und auch nicht über die erste Rechenmaschine, die der Leibniz erfunden hatte. Er war aber der erste Wegbereiter der physischen Ökonomie. Früher gab es auch Studienfächer, die heute auch weg sind. Kameralistik nannten sich solche Studien, nur mal so der Erinnerung halber, denn heute werden wir gestürzt in die Betriebswissenschaft und in die Volkswirtschaft, und eigentlich werden wir mal wieder aufs falsche Gleis gesetzt. Und dann geht es los und wir denken, wir haben irre Ahnung von Ökonomie. Ja, ach je. Nur um mal ein paar Namen zu nennen, damit man die sieht, Alexander von Humboldt, einer der Geistesgrößen seiner Zeit, der auch Beiträge zur physischen Ökonomie geleistet hat, Friedrich List, Bernhard von Riemann. Ganz kurz, worum geht es in der physischen Ökonomie? Es geht darum, meine Damen und Herren, die Austauschprozesse, die der Mensch macht mit der Natur und mit anderen Menschen, ökonomisch zu untersuchen. Und zwar, jetzt kommt der Witz, losgelöst vom Geld. Machen Sie das mal. Wenn Sie sich darauf einlassen, dann werden Sie feststellen, was das für ein Unsinn ist, den wir jeden Tag so tun. Aber wir haben dummerweise Geld zum Gott erhoben. Aber Geld ist leider kein universelles Prinzip. Und mit diesem Geld, weil das unser Gott ist, verstoßen wir permanent gegen universelle Prinzipien. Und das hat den Planeten dahin geführt, wo wir heute stehen. Und langsam ist es Zeit, ein bisschen umzudenken. Einen Stopp zu machen, Zeit zu finden, aus dem Hamsterrad auszusteigen
und über die Dinge nachzudenken, die wir tun. Um daraus Lösungsansätze zu finden, wie geht es weiter. Aber wenn wir uns weiter in diesem Hamsterrad bewegen, wenn wir uns weiter versuchen, gegenseitig unser Kreditgeld abzujagen, dann werden wir immer schneller laufen in diesem Hamsterrad aufgrund des Zinses- und Zinseszinseffektes. Und der ein oder andere wird einen Herzkasper bekommen. Gut. Dann liegen dabei so ein paar Hamsterradleichen in dem Käfig drin und die anderen, die werden halt weiter drauf werden. Aber es ist doch ganz interessant. Das ist gut. Weil wer schneller im Hamsterrad laufen muss, hat auch immer weniger Zeit zum Nachdenken. Und das ist gewünscht. Darum geht es in dem Spiel. Es gibt noch ein paar Mathematiker, Bernhard von Riemann. Oder Bernhard Riemann. Oder einer, der hat es sogar auf den 10-D-Mark-Schein gebracht. Können Sie sich noch daran erinnern, wer das ist da unten? Das ist der Mathematiker Gauss. Das ist der, der die Zahlen von 1 bis 100 ganz clever zusammengezählt hat. Weil der Lehrer dachte, der macht sich mal einen schönen Tag und lässt die Kinder von 1 bis 100 zusammenzählen. Und Gauss, der Blödmann, fängt an, 1 plus 50, 2 plus 49, ach, da muss ich ja nur noch multiplizieren, peng. Der hat auf den 10-D-Mark-Schein geschafft. Auch wertvolle Beiträge später zur physischen Ökonomie geleistet. Ja. Wissen Sie noch, wer auf dem 1000-D-Mark-Schein war? Richtig, die Gebrüder Grimm. Tja. Dann müssen wir uns auch nicht wundern, wenn es heißt, es war einmal, ne? Und auch das, meine Damen und Herren, haben wir zugelassen. Ja, angefangen hat der ganze Spaß mit der Subprime-Krise, ne? Vor 2 Jahren, die Zeitung geht auf Subprime-Krise, was ist denn das? Habe ich ja noch nie gehört. Amerikanische Immobilienüberschuss, Kredite an Leute vergeben, die bonitätsmäßig nicht in der Lage sind, die Immobilie zu zahlen. Und die Amerikaner, die sagen, oh, wir sind heute nicht mehr zahlungsfähig, dann gehe ich mal hin, gebe den Schlüssel ab und bin weg. Und irgendjemand hat zu völlig überteuerten Preisen den Schrott gekauft. Und wissen Sie, wer das war? Die europäischen Banken. Nicht die Amerikaner. Die konnten das Problem schön nach Europa verlagern. Und das ist der Punkt, warum sich der Normalverbraucher fragt, Mensch, da gibt es eine Subprime-Krise in den USA und warum kriegen unsere Banken Schwierigkeiten? Das sind so die Zusammenhänge, das ist diese tolle globale Welt, dieses globale Spielcasino, in dem wir uns bewegen. Und hier möchte ich ein bisschen Licht ins Dunkelheit bringen. Wumm. Da ging es los mit dem Absturz der US-amerikanischen Immobilien. Und das ist schon ein ziemlich bedeutender Markt in Billionen Größenordnung. Dem folgten dann die Börsen und dem folgten die Banken. Und aus der Subprime-Krise wurde eine Bankenkrise. Dann sprach man von einer Finanzkrise. Ja, war das jetzt eine zufällige Entgleisung des Casino-Kapitalismus oder handelt es sich hier um eine geplante Massenvernichtung physischer Werte? Ich tendiere und möchte Ihnen heute etwas darüber erzählen, das zweites Mal ist. Nichts, was auf dieser Welt passiert, ist zufällig. Und da ich Ihnen eben erzählt habe, dass Geld nicht von Gott ist, sondern Menschen gemacht, dann haben Menschen sich dieses System ausgedacht. Nichts freies Spiel der Märkte. Die Menge des Geldes, die rotiert, wird bestimmt von den Menschen, die die Druckerpresse dafür in der Hand haben. Und diejenigen bestimmen den Preis jeder Ware auf der Welt. So einfach ist es. Uns hat man an den Schulen etwas beigebracht mit Angebot und Nachfrage und das freie Spiel der Kräfte. Das ist das Erste, was ich gelernt habe zu vergessen. Das gibt es nicht. Ja, und aus der Finanzkrise, meine Damen und Herren, befinden wir uns heute hier. Und ich finde das gut so. Es könnte, es wäre schön, wenn wir lernen, wenn wir erwachen, wenn immer mehr Menschen sehen und wenn wir das nutzen, diese Erfahrungswerte zusammenzutragen, ein paar neue Ideen zu entwickeln und diese Systemkrise, um die es wirklich geht, nutzen, eigenständige Systeme zu entwickeln, die den Menschen wieder dienen. Das ist die eigentliche Aufgabe. Und wie komme ich darauf? Das ist der Wahlspruch für mich seit dem 11. September. Eine wichtige Sache. Was jedermann für ausgemacht hält, verdient am meisten untersucht zu werden. Sollten Sie das in Ihrem Leben einfach mal berücksichtigen, werden Sie feststellen, fast immer, das Gegenteil ist wahr. Das ist schon erschütternd. Und die Frage ist, die ich mir, warum habe ich das nicht gesehen? Warum habe ich viele Jahre bestimmte Dinge auch einfach mitgemacht und das nicht gesehen?
Manchmal war die Wahrheit nur einen Klick weiter im Internet. Ne? Warum? Die Antwort ist ganz einfach. Ich habe mir nicht die richtige Frage gestellt. Das ist alles. Meistens sind die Antworten schon innen drin. Und wenn es uns gelingt, diese universelle Festplatte wieder anzuzapfen, also den Zugang zu diesem Universum zu kriegen, dann brauchen Sie gar nicht so viele Bücher zu lesen. Und die meisten Menschen, deswegen treibt es ja auch immer mehr zu solcher Art Vorträge, die haben schon so ein unbestimmtes Gefühl. Ich höre mir das jetzt doch an. So die Geschichte mit dem Vogel Strauß und der Politikkopf in den Sand könnte nicht günstig laufen für mich, wenn ich das auf Dauer weiterhin tue. Und dass das so ist, das möchte ich Ihnen auch im Finanzsystem zeigen. Ja. Als erstes Mal nach den Entdeckungen habe ich meinen Kompetenzstrick so als Finanzdienstleister abgelegt, denn das ist das Modell Wirtschaftskrise, muss ja nicht sein. Und eigentlich kann ich Ihnen aufzeigen, dass die Geschichte eigentlich immer die gleiche ist, wie sie läuft und wie sie stattfindet. Aber es gibt schon so ein paar signifikante Unterschiede zwischen der letzten Weltwirtschaftskrise in den 30er Jahren und der heutigen Krise. Damals, da sind die, die sich geirrt haben, wenigstens noch aus dem Fenster gesprungen. Die haben ihre Verantwortung wahrgenommen. Ne? Heute fallen die in den Hochhäusern eine Etage nach oben. Die haben die Gravitation aufgehoben. Die haben was kapiert mit der freien Energie. Aber auf eine ganz subtile Art und Weise. Die fallen die Stufe nach oben oder kriegen gigantische Abfindung. Das ist schon mal der erste signifikante Unterschied zur letzten großen Weltwirtschaftskrise. Ja. Was haben diese Broker, die nicht nur gebrochene Herzen hinterlassen, sondern auch viel Geld vernichtet haben, eigentlich hinterlassen? Das zeigt so diese Folie, verbrannte Milliarden an den Märkten. Und ein bisschen hat sich der Markt wieder erholt, aber in der Summe kann man sagen, vom Höhepunkt, da gab es in den Aktien, also alle Aktien multipliziert mit ihrem Kurs, ergaben die unwahrscheinliche Summe auf der Welt von 60 Billionen. Also 60 und dann kommen nochmal 12 Nullen und dann kommt erst das Komma. Das ist der angebliche Wert. Sind die das wert? Waren die Leute reich? Virtuell schon. Jetzt sind sie um die Hälfte wieder virtuell ärmer. Und das Geld war nicht da und wird auch nie da sein. Es geht immer nur die Überschüsse. Es geht immer nur darum, die Überschüsse, die dieses System produziert, in vermeintlichen Werten zu verstecken oder den Leuten zu suggerieren, die Papiere, die sie halten, haben irgendeinen Wert. Wer es glaubt, wird selig. Und manchmal glauben einige Leute dann doch nicht daran. Und dann stimmt das Spiel von Angebot und Nachfrage schon. Und zum Schluss, irgendjemand muss dieses Papier zum Schluss haben. Diese vielen Papiere, die es gibt. Die Frage ist nur, zu welcher Bewertung? Hier gibt es mal ein schönes Bild bei Nacht. So die ganze Erde und dieser World-Aktienindex darüber gelegt. Die Fieberkurve des Marktes, hoch und runter. Jetzt wieder ein Stück hoch. Warum muss es hochgehen? Ist der Aufschwung da? Meine Damen und Herren, wenn man gigantisch die Geldmengen erhöht, indem man neue Kredite vergibt, irgendwo muss dieses Geld landen. Und bis jetzt ist es der Hochfinanz gelungen, dieses überschüssige Geld, in Größenordnung überschüssige Geld, im Finanzsystem zu behalten. Wenn jetzt einer bestimmten Anzahl von Aktien und alle anderen Assets, Immobilien, Rohstoffe, Edelmetalle, alles Mögliche, was es gibt, also die gleiche Größenordnung physischer Werte, nicht physischer Werte, Papierwerte gegenübersteht, Aktien, Anleihen, aber auch Rohstoffe, und dem gegenübersteht eine steigende Menge Geld, dann muss, um das Gleichgewicht wiederherzustellen, der Geldausdruck der Werte steigen, wenn es dort investiert wird, und zwar überall. Das eine, je nachdem der Bewertung der Leute, das eine oder andere unterschiedlich. Aber es muss schlicht und ergreifend wegen gestiegener Geldmengen steigen. Bei Tage sieht das dann nicht besser aus. Was Sie hier sehen, ist der deutsche Aktienindex, DAX genannt. Das ist der Durchschnittswert der 30 größten Unternehmen. Und was Sie hier sehen, sind zwei identische Charts. Komisch, nicht? Die sehen gar nicht identisch aus. Der eine Chart
Der obere ist die tatsächliche Entwicklung des Marktes von 71. Und dieser Chart ist ein sogenannter logarithmischer Chart. Mit diesem Chart hat man uns als Investmentverkäufer seinerzeit ausgestattet, um Ihnen zu zeigen, dass wir eigentlich eine ziemlich kontinuierliche Entwicklung haben. Hier musst du investieren, wirst du langfristig reich. Und dann ist man losgezogen in der Investmentindustrie, und das sind ja auch die Produkte, die Sie meistens gekauft haben. Und zwar, wann haben die meisten Leute, oder wann sind die meisten Leute in Deutschland, nicht nur in Deutschland, auch in den Vereinigten Staaten, in den Aktienmarkt eingestiegen? Haben Sie eine Vorstellung? Was war das größte Erfolgsjahr der Investmentindustrie? 99. Hier. Da steigen die Leute in die Märkte ein. Die sind aber vom Bild her hier eingestiegen. Geht ja immer so weiter. Hier sah der Anstieg nicht so stark aus, weil man immer die, bei einer Verdopplung die Abstände verkürzt hat. Das heißt logarithmischer Chart. Sieht nicht ganz so aus. Hätte man den Leuten seinerzeit diesen Chart gezeigt, hätten sie hier investiert? Eher weniger. Irgendwie hätte man noch ein bisschen besser erkannt, das sieht nach einer Exponentialfunktion aus. Das kann nicht lange gut gehen. Ging es auch nicht. Dann ging die Sache runter. Und so geht das letzten Endes immer weiter. Viele Menschen behaupten, so ein Wertpapier, naja, ich beteilige mich, oder wird oft erzählt, wenn ich Aktien kaufe, investiere ich in die Wirtschaft. Wirklich? Darf ich Ihnen mal kurz zeigen, wie man sie mit Aktien ausnimmt? Ich weiß ein Stück, wovon ich rede, weil ich seinerzeit auch mit Banken zusammen solche Produkte kreiert habe. Ich habe es noch schlimmer getrieben, ich habe das Teufelszeug vom Teufel gemacht, Hedgefonds. Aber ich zeige Ihnen mal das Spiel mit den Aktien. Und wir machen mal ein kleines Gedankenspiel, wie dieser Markt funktioniert, damit Sie eine Vorstellung haben, was Sie tun, wenn Sie sich dort engagieren. Nehmen wir mal an, wir haben, und ich nehme jetzt nicht Google oder eBay und so ein Unternehmen. So Google, eine Internetseite mit einem Marktpotenzial von mehreren Milliarden. Da kommt man ja schnell ins Träumen. Nehmen wir ein Substanzunternehmen. Stellen wir uns vor, wir haben Eisenbahnunternehmen. Industrieunternehmen Eisenbahn. Mit einer Annahme dieser Laden, dieses Unternehmen hat 10 Millionen Aktien. Die Aktien kosten heute 10 Euro. Das bedeutet, das Unternehmen hat heute einen Marktwert von 100 Millionen Euro. Der Gewinn beträgt 10 Millionen Euro. Ich mache es ganz einfach. Die Aktie kostet, also das KGV beträgt 10. 10 heißt, der Gewinn pro Aktie beträgt 1 Euro. Das heißt, wenn ich mir heute zu diesem Preis diese Aktie kaufe, habe ich ein KGV von 10. 10 heißt, nach 10 Jahren gleichbleibenden Gewinns hätte ich den Kaufpreis meiner Aktie wieder. So weit, so gut. Jetzt können wir analysieren und sagen, wir gucken uns mal an, ist der Laden das wert? Das ist ja ein Substanzunternehmen. Ich zähle mal die Lokomotiven zusammen. Ich zähle mal die Gleisanlagen zusammen, die Bahnhöfe, die Shopping-Malls, die wir in den Bahnhöfen haben und so weiter und so fort. Und gucke mal, ist die Substanz gegeben, und stelle fest, Mensch, der Laden ist ja wahrscheinlich von der Substanzbewertung mehr wert als die Aktie, wir können das mal kaufen. Und nehmen wir nochmal folgende Annahme an, 80% der Aktien sind im Besitz eines einzigen Investors. Der Einfachheit halber sagen wir heute mal, ich bin das hier, weil ich hier oben stehe. Und ich wäre der Vorstand des Unternehmens. Und mir gehört der ganze Laden auch, um 20% sind im Streubesitz. Jetzt haben wir folgende Situation. Ich wache so morgens auf und denke bei mir, Eisenbahn, das ist nicht mein Ding. Und ich gebe dem Laden keine Zukunft. Wenn ich heute verkaufe, mache ich wie viel? 80 Millionen. Der Laden ist 100 Millionen wert. Ich habe 80% der Aktien, 80 Millionen. 80 Millionen? Nö, ich will eine Milliarde. Wie mache ich das? Wie mache ich aus dem Laden eine Milliarde? Ich will die machen, nicht Sie. Aber ich brauche Sie, damit ich reich werde. Anders geht es nicht. Ich muss ja die Vermögensumverteilung hinkriegen. Darum geht es in modernen Finanzdienstleistungen. Es geht darum, eine aktive Vermögensumverteilung von Arm nach Reich auf die Reihe zu kriegen. Das ist die Aufgabe. Denken Sie immer daran. Als ich der Sache irgendwie bewusst geworden bin
Und bei dem Prospekt hin und her hatte ich ein entscheidendes Ereignis in meinem Leben, das hat mich dann auch geformt. Die haben angerufen mit den Kosten, hin und her macht Taschen. Ja, es ist so schön, aber in Prospekten kann man das verstecken. Ich wieder, der Moralapostel, hatte so ein bisschen Bedenken. Und mit meinen Partnern habe ich mich besprochen, müssen wir das mit den Kosten so und so machen und können wir da nicht und mit einem Kundeninteresse, das wäre doch so und so. Und dann sagte er mir, Klaus, wo arbeitest du? Willst du Geld verdienen? Ja, schon. Aber Win-Win-Situationen, so Geschichten, Klaus. Weißt du, du musst dich in deinem Leben irgendwann mal entscheiden. Erinnere dich doch bitte an den Goldrausch in Kalifornien. Da sind die Leute hingegangen und haben gegraben. Wir hatten verdient. Doch nicht die, die Gold gebuddelt haben, sondern die, die die Schaufeln verkauft haben. Andreas, erinnere dich daran, du musst dich entscheiden. Wir sind Schaufelindustrie. Und da wusste ich, was ich zu tun habe. Ich habe den Markt dann verlassen. Das ist nicht mehr mein Spiel. Nicht, weil ich das eventuell nicht beherrsche, sondern weil ich das aus ethischen Gründen nicht mehr vertreten kann. Dieses Geschäft. Okay. Wie mache ich das jetzt im Spiel, dass Sie doch nicht glauben und mir noch zujubeln? Ich mache Folgendes. Ich mache gewinnerhöhende Maßnahmen durch Bilanzkosmetik. Bietet sich beim Substanzunternehmen wie folgt an. Ich schiebe da die Lokomotiven in einer höheren Frequenz über die Gleise. Ich erhöhe die Zugraten. Dann mache ich die unattraktiven Strecken dicht. Hier klein siehst du nicht, da fahren wir nicht mehr hin. Wie die Oma nach Hause kommt, ist mir noch egal. Wir bauen die ICE-Verbindung aus ohne Ende. Dann machen wir noch was, was nicht viel Geld kostet, aber womit wir die Fahrpreise richtig erhöhen können. Die in der ersten Klasse, die kriegen alle ein super Display in die Rücklehne rein und dann kriegen sie 10 Fernsehprogramme und auf 5 Internetkanäle reingedonnert, dann können sie sich auf der Strecke wenigstens noch weiter verblöden. Dann sind sie wieder auf irgendwelchen Fernsehsendern und nicht bei sich, das ist auch gut so. Dann merken die gar nicht, dass der Fahrpreis verdoppelt wurde. Das ist so der erste Punkt. Und dann mache ich das Wichtigste, der wichtigste Trick bei Bilanzunternehmen. Ich führe die Abschreibung nicht mehr in der Höhe durch. Merkt ja keiner. Gleiserneuerung, Rückstellung für Lokomotiven, die bilde ich nicht mehr. Weil die Schiene geht am Morgen nicht gleich kaputt. Bei Immobilien hat man Abschreibungsraten von 2% per Anno. So okay, hält ja 50 Jahre. Aber die Leute, so blöd wie sie sind, denken oft, sie können Steuern sparen, wenn man in Immobilien investiert. Ne? Und dann gab es früher ja die Sonder-AFA. Aber das ist ja nur eine vorgezogene Abschreibung und die muss ich ja wirklich bilden. Irgendwann fällt die Dachrinne von der Wand. So x Jahre, bis ich irgendwann, wir sollten renovieren. Ja, wo ist denn das Geld? Ja, das haben wir als Steuersparnis, als Gewinn gebucht und irgendwo ausgegeben. Das war jetzt doch nicht so glücklich. Hier mache ich das geschickt, indem ich diese Rückstellung jetzt einfach nicht mehr mache. Und das führt dazu, dass letzten Endes der Gewinn steigt. Nehmen wir mal an, es gelingt mir, diesen Gewinn um 25% zu steigern. Was passiert denn in der Gewinnreihe? Und nehmen wir mal an, ich schaffe das, und dann bin ich der gefeierte Held hier. Ich sage, Leute, dieses Jahr 1,25 pro Aktie. Im nächsten Jahr sind das 1,56. Dann sind das im dritten Jahr 1,95. Im vierten Jahr 2,44. Im fünften Jahr sind wir schon bei 3 Euro pro Aktie. Wer möchte die jetzt nicht haben? Die Gewinne steigen und der Laden verrottet. Was interessiert mich die Zukunft? Ich will das Zeug ja verkaufen. Und jetzt habe ich als Aktieninhaber von 80% der Aktien, heute sind die 10 Euro wert, eine Beleihungsmöglichkeit von 40 Millionen. Ich kann die Hälfte meines Depots beleihen. Ich bestimme jetzt die Börsenumsätze. Ich kann jetzt auch die ganzen Analysten kaufen bei ENTV, im Manager-Magazin, bei Kapital und sagt mal, Jungs, schreibt mal, Eisenbahn ist cool. Eisenbahn müsst ihr haben und außerdem machen wir Gewinne ohne Ende. Und jetzt springt das Publikum auf, wir müssen unbedingt bei der Bahn investiert sein, immer rein. Denn ich brauche sie, die permanent nach Aktien nachfragen, die dann steigen ohne Ende und dann setze ich mich rein. Denn wenn ich heute
ohne eine Nachfrage 80% meiner Aktien verkaufen würde, einfach so, was würde passieren mit dem Kurs? Aber in die steigende Nachfrage, da geht's rein. Meine Damen und Herren, bei 3 Euro pro Aktie und einem Preis von 10 hätten wir ein KGV von 3. Das bedeutet, nach 3 Jahren hätte ich ja mehr oder weniger mein Investment drin. So sieht das aus. Das durchschnittliche KGV heute im S&P 500 beträgt 20, im Nasdaq über 50. Bei so einer Steigerungsrate wären für solche Unternehmen durchschnittlich ein KGV meinetwegen von 40 erzielbar. Unternehmen, die Kursgewinnverhältnisse haben, oder die Wachstumsraten haben im Gewinn von 25%. Das 40-fache vom Kurswert zu erzielen, so ein neuer Markt, das ist überhaupt keine Seltenheit gewesen. Da gab es ja teilweise Traumsummen ohne Ende. Das heißt, ich könnte erzielen 120 Euro pro Aktie. Das ist die Richtung, die vorgeschrieben ist. Das werden die Leute auch irgendwann bezahlen. Und haben sie in der Vergangenheit immer. Und in diesem Trend verkaufe ich 80% meiner Aktien. 8 Millionen mal 120, rechnen Sie mal bitte. Und Sie feiern, aber nach mir die Sintflut. Weil es gibt alles Mögliche. Eine ganze Menge Aktien über die Bahn, nur keine Bahn mehr. Weil irgendwann brechen die Gleise auseinander, die Ziege fliegen um die Ohren. Schauen sich immer das an, wo privatisiert wurde, Großbritannien. Überall, wo britisch draufsteht, britisch Steel, britisch Rail. Das Spiel haben die getrieben. Ähnlichkeiten über die Vorgänge bei der Börseneinführung der Bahn, der Bundesbahn, sind natürlich rein zufällig. Ja, und wenn dann die Aktienmärkte zurückgehen, dann stehen die Leute da und gucken auf ihre tollen Wertpapiere und stellen fest, mein Gott, das deutsche Wertpapier setzt sich aus zwei Substantiven zusammen, aus Wert und Papier, und irgendwie sind die unterschiedliche Wege gegangen. Und da haben die einen die Werte und die anderen das Papier. Aber es ist ihre Entscheidung, zu lernen, wo sie hingehört. Und dann stehen sie dann da mit ihren Aktien und sagen, naja, da gibt es auch so einen schönen Vierzeiler, das ist mein kultureller Beitrag von heute. Die Finanzen sind zerrüttet, an den Märkten hat es gekracht. Nun, dann habe ich eben aus meinen Aktien mit meinen Kindern einen Drachen gemacht. Und wir gingen hinaus auf die Wiesen, wo die lauen Lüfte wehen, und da konnte ich meine Aktien wenigstens noch einmal steigen sehen. Nehmen Sie es lustig, meine Damen und Herren. Und je mehr manchmal man eintaucht in die Dinge und rauskriegt, mein Gott, in was für einer Welt lebe ich. Mir geht es aber dann besser, wenn ich sage, hey, das ist ein Spiel. Das ist ja ein super Spiel. Und du hast eine Chance, vielleicht mal die Karten neu zu mischen. Das wäre doch mal was. Gehen Sie wirklich so ran als Spiel und machen sich auch über Ihre Fehler und über diese Dinge lustig, die Sie auch in der Vergangenheit gemacht haben, die wir alle gemacht haben. Das hat keinen Wert, darüber zu sinnieren. Denn darüber halten die uns im Schach. Die halten uns im Schach, indem sie uns Angst erzeugen vor der Zukunft und Schuldgefühle in der Vergangenheit, was alles daneben gegangen ist, was man falsch gemacht hat. Aber wer Zukunftsangst hat und Schuldgefühle in der Vergangenheit, der ist sehr blöd aufgestellt für Entscheidungen, die er in der Gegenwart zu treffen hat. Das ist das Problem. Befreien Sie sich davon. Was gewesen ist, ist gewesen. So what? Konfuzius hat mal gesagt, der Mensch hat drei Wege, klug zu handeln. Der erste Weg ist durch Nachdenken, das ist der edelste. Scheidet meistens aus, weil Denken ist anstrengend, deswegen beschäftigen sich so wenig Menschen damit. Der zweite Weg kommt eher in Frage, da sagt Konfuzius, der zweite Weg ist der über Nachahmen. Das ist der leichteste. Und der dritte Weg ist der über Erfahrung, das ist der bitterste, und den gehen wir in der Regel, ich auch. Ich musste erst lernen, wie es nicht geht, um zu erfahren, wie es eventuell funktionieren könnte. Dann haben wir noch diese kalkulierten Glücksspiele. Das sind die Wetten, das ist der Markt, in dem ich tätig war, so richtig. Da wurde Kredithebel gearbeitet. Sie können heute, mein Gott, Sie gehen hin, Sie können als Hartz-IV-Ringer zur Bank gehen und im Forex-Markt wetten mit Kredithebel 1 zu 100. Da gibt es strukturierte Produkte, die geben das her. Deswegen übrigens, meine Damen und Herren, gibt es heute die
Bewertung der Devise in der vierten Stelle nach dem Komma. Warum? Brauchen Sie das, um ein Stück Butter zu kaufen? Müssen Sie wissen, dass der Dollar heute 1,4523 ist? Was ist das für ein Unsinn? Aber wenn Sie Börsenwetten laufen haben, mit einem Kredithebel 1 zu 100 ist die dritte, vierte Stelle sehr interessant. Da können Sie richtig viel Geld verdienen oder verlieren, je nachdem, in welcher Position Sie stecken. Und ich habe das mal gemacht. Sie können das machen, Sie setzen 10.000 Dollar, Kredithebel 1 zu 100, Sie operieren virtuell mit einem Kapitaleinsatz von 1 Million. Und wetten meinetwegen Dollar gegen Euro. Ob steigend oder fallend, ist völlig egal. Und dann sitzen die da, sie haben einen Kapitaleinsatz von 10.000 Euro, dann blinkt in dem Computer die Lampen, grün, 10.500, 10.800, 11.300, 9.800, das geht hoch und runter, ihr Vermögen, dumm, das geht hin und her. Dann stehen sie da und sowas, ich hatte wirklich die Situation, mein Gott, ich muss aufs Klo, kann ich nicht machen, wenn ich wiederkomme, das Geld weg, geht nicht. Ne? Das ist der Wahnsinn, der sich heute tut. Vor ein paar Jahren sehe ich bei ENTV, bei NTV und sowas eine Aktion mit diesen Newbies, diese Jungpioniere, die super Gurus an der Londoner Börse, wo der Terminhandel vor allen Dingen in Anleihen stattfindet und so weiter. Die machen das ja auch bis Anfang 30, dann sind die völlig ausgebrannt. Das sind die wirklich losgelöst von jeder ökonomischen Basis mit Milliarden operieren und ganze Volkswirtschaften in den Ruin treiben. Unglaublich. Weil es nur darum geht, Geld mit Geld zu verdienen. Da sind wir gekommen. Hingekommen mit diesem Kredithebel. Und der war auch einmal völlig fertig und sagte, ein Journalist stand da, mein Gott, das geht so nicht weiter. Wir müssen endlich wieder langfristige Entscheidungen treffen können. Dieses kurzfristige Spiel, das macht die Ökonomie kaputt. Wir brauchen Entscheidungskriterien langfristig. Und ich dachte, Mensch, das hört sich ja gut an. Da ein Umdenken. Ich war geneigt, das zu glauben. Der Journalist war ausnahmsweise ein guter. Ich bin nicht auf die Idee gekommen. Der stellte die Frage, sagen Sie mal, Herr Sowieso, was verstehen Sie unter langfristig? Und da sagte der Typ doch glatt 10 Minuten. Wie funktioniert dieses Spiel? Jetzt können Sie mal eine Wette machen mit mir. Jeder im Saal merkt sich bitte eine Karte. Jetzt wird Folgendes passieren. Die haben eine Karte, sie merken sich die, sie behalten sich für sich. Die Karten verschwinden. Und dann kommen 5 Karten davon wieder und ich wette, Ihre ist nicht dabei. Und, Ihre Karte dabei? Nee, komisch, ne? Und wissen Sie warum? Ich habe alle ausgetauscht. Übersetzt im Sprachgebrauch würde ich jetzt sagen, Sie hätten jetzt das Kleingedruckte lesen sollen, da steht es nämlich drin. Der Trick hat stattgefunden, bevor er angefangen hat. Das ist bei jedem Zaubertrick so. Da findet er statt. Und wenn Sie sich in Dinge investieren, von denen Sie keine Ahnung haben, gewinnt immer einer, die Bank. Sie nicht. Die wenigen, die das System verstehen, werden so sehr an seinen Profiten interessiert oder so abhängig sein von der Gunst des Systems, dass aus deren Reihen nie eine Opposition hervorgehen wird. Die große Masse der Leute, aber mental unfähig zu begreifen, wird seine Last ohne Murren tragen, vielleicht sogar ohne zu mutmaßen, dass das System ihren Interessen feindlich ist. Sagte ein gewisser Rothschild. Die haben übrigens super Weingüter. Kaufen Sie sich deren Wein, aber nicht deren Finanzprodukte. Ich habe von denen eine Flasche, da schlagen die auch richtig zu. Kostet richtig Geld. Die mache ich auf. Wenn der zweite Teil nicht mehr zustimmt und die Masse doch langsam begreift, wie das System funktioniert. Und ihr Geschick wieder in die eigenen Hände. Mal sehen, wie lange es dauert. Aber Wein soll ja, wenn er älter wird, immer wertvoller werden. Ne? Ja, der Betrug geht bloß in den Scheinen. Sie können vieles in den Scheinen lesen. Wer macht denn sich Arbeit damit? Bringe ich gerne auf meinen Präsentationen, weil es ein Stück unterhaltsam ist und sowas. Die Leute denken, hier ist so der Dollar, wo habe ich ihn denn? Und wo habe ich ihn? Mein Gott, wer hat mir den Dollar geklaut? Ne, hier ist er. Ein Dollar? Ein Dollar. Die meisten Menschen denken, das ist Geld. Nö. Steht ja auch drauf. Was steht denn da? Da steht, diese Note ist ein legales Zahlungsmittel für alle privaten und öffentlichen Schulden. Steht da was von Geld? Aber es ist irgendwann in unserem Bewusstsein angekommen. Wissen Sie, was Geld war?
bei den Amerikanern, die übrigens eine der besten Verfassungen der Welt haben. Jetzt müssten die Amerikaner die nur noch kennen und auch einhalten. Das wäre mal eine coole Nummer. In der amerikanischen Verfassung ist das Geld definiert, und zwar der Dollar. Der Dollar ist ein Silberstück mit 412,5 Gramm Silber. Das sind ungefähr 26, 27 Gramm. Das ist der amerikanische Dollar. Das hier ist ein Schuldschein auf dem Dollar. Das war früher mal, war das ein Lagerschein. Heute ist es nicht mal mehr das. Heute ist es ein gesetzliches Zahlungsmittel. Aber nach den Kriterien der bürgerlichen Ökonomie kein Geld. Das war es vor 60, 70 Jahren. Da stand auf diesen Scheinen noch ein ganz anderer interessanter Satz. Da stand da drauf, an den Überbringer auf Verlangen Gold auszuzahlen. Ab der 10-Dollar-Note. Ab der 5-Dollar-Note an den Überbringer auf Verlangen Silber auszuzahlen. Oh, 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 kleine Unterschiede. Da gingen so Generationen in das Land und dann hat sich die Dinge, haben sich die Lagen entscheidend geändert. Interessant ist, lass ich mal kurz raten, das sind 2x5-Dollar-Scheine und da gibt es einen ganz signifikanten Unterschied. Wer entdeckt den? Jetzt nicht die unterschiedlichen Zahlen, klar, die haben unterschiedliche Seriennummern. Es ist zu unterschiedlichen Zeiten rausgegeben, deswegen haben auch unterschiedliche Leute unterschieden. Rot und Grün, okay, die Stempel sind auch unterschiedlich, ist nicht signifikant. Das haben die immer gemacht, die Stempel. Ich sag's Ihnen, werden Sie nicht so genau lesen können, vielleicht hinten. Der Emittent ist entscheidend. Hier oben steht Federal Reserve Note und hier steht United States Note. Oh, das ist ein ganz kleiner Unterschied. Wie kommt denn das? Wir sind seit 1913 im Federal Reserve System. Das sind die Brüder, und das ist keine öffentliche Einrichtung, sondern nämlich eine private Institution, die das Geld der Welt druckt. Natürlich gegen Zins. Wer arbeitet schon gern umsonst? Und es gab einen mutigen Präsidenten, der sich gesagt hat, mein Gott, die Geldschöpfung gehört eigentlich wieder in die Hand des Volkes und für die Verschuldung, die wir selbst machen, um unsere Staatsfinanzen zu tragen, müssen wir wenigstens nicht noch die Zinsen zahlen. Dann machen wir uns doch das Geld selbst. Also hat der amerikanische Staat angefangen, diese Noten in den Umlauf zu bringen. Davon sind nur ein paar in den Umlauf gebracht worden. Und der mutige Präsident hat einen Namen, John F. Kennedy. Da haben die jetzt gar keinen Spaß verstanden mit dem eigenen Gelddrucken und der Mann war nicht lange Präsident. Und heute muss man viel Geld ausgeben, um diese Note zu erlangen. Die hat nämlich Raritätenwert, die gibt es nicht überall, die wird gesammelt. Denn die Fed hat alles unternommen, diese Noten vom Markt zu sammeln, die von der amerikanischen Finanzministerium emittiert wurden. Damit es nicht entdeckt wird, diese ganze Geschichte. Ja, und die Deckung steht heute auf dem Dollar auf der Rückseite. Können Sie nachlesen. Wir vertrauen auf Gott. Ja, so wie sich die Dinge entwickeln, hilft auch wirklich nur noch beten. Ne? Ja, da ist man so schadenfroh, wenn da jeder dann dahin, der Dollar auf leisen Sohlen. Und so ein bisschen Schadenfreude kann man nicht unterdrücken, sollte da der Dollar absaufen. Aber meine Damen und Herren, widmen wir uns doch mal dem Euro. Da kommt es noch besser. Weil da steht ja gleich gar nichts mehr drauf. Nach den Kriterien der bürgerlichen politischen Ökonomie, und zwar der liberalen, so Guido Westerwelle-Definition, erfüllt dieser Schein nicht mehr die Kriterien einer Banknote. Note hat ja irgendwas mit Notar zu tun. Da muss es Urkunden darüber geben, eine Urnote, die dann in irgendeiner Weise vervielfältigt wird. Und wenn es ein gesetzliches Zahlungsmittel ist, muss ja auch irgendjemand dafür haften, für den Schein. Das macht hier keiner. Können Sie das erkennen? Da sehen Sie dann auf der Unterschrift hier irgendwie so ein Gekriegsel. Auf der Rückseite sind irgendwelche imaginären Brückenkonstruktionen. Wohin führt der Weg da? Und wer ist der Emittent? Da stehen nur noch die Buchstaben. EZB, kann sonst was heißen. Und dann schauen Sie sich mal genau die Unterschrift an. Und hier ist noch eine Note. Und wenn man die nimmt und jetzt ein Programm hat,
Tja, wie bei Da Vinci Code, wo das auch in dem Film, die Sie kennen, wo es übereinander geschoben wird, dann werden Sie feststellen, das ist identische Unterschrift, die wurde dort rein kopiert. Das ist der Gulden. Und das, meine Damen und Herren, das ist der Gulden und das ist die Unterschrift von Wim Duesenberg, die hier rein kopiert wurde. Dadurch existiert zum Euro gar keine Note, gar keine Urkunde. Deswegen ist es keine Banknote. Dieses hier ist offizielles Falschgeld. Sie dürfen aber Falschgeld nicht kopieren. Warum? Sie machen übrigens keine Geldfälschung, meine Damen und Herren. Sie haben eine Copyright-Verletzung. Meine Damen und Herren, das war jetzt kein Witz. Das ist unser Geld. Und es funktioniert nur, weil wir es alle akzeptieren. Das ist das ganze Geheimnis. Müssen. Das haben die uns oktroyiert. Und das Geldsystem funktioniert nur, weil wir das zulassen. Und wenn sich heute ein Herr Rothschild oder ein Herr Rockefeller hier hinstellen würde und sagen würde, Jungs, seit Babylon, wir haben euch über 5000 Jahre ganz schön verschaukelt. Aber wir haben ein Einsehen, auch wir kriegen eine Bewusstseinserhöhung und wir erklären das Geldsystem für beendet. Wissen Sie, was passieren würde? Nichts. Mangels Alternative gehen Sie raus und machen so weiter, weil Sie nichts anderes kennen. Das ist gar nicht zu stoppen. Das System ist deswegen ein System, weil es sich aus sich selbst heraus erneuert. Unabhängig davon, was die führenden Köpfe sind. Das ist völlig unabhängig. Selbst wenn die das wollten. Es ist schwer zu ändern. Durch uns. Weil wir die Systemträger sind. Nicht die böse Hochfinanz. Das sind immer nur zwei, drei Leute, die sich irgendwann mal was ausgedacht haben. Und dann kann man sagen, die sind schuld. Nee, nee. Es gibt immer zwei. Einer, der betrügt und einer, der betrogen wird. Nämlich der, der es zulässt. Und das ist die große Masse. Also, bevor man irgendwo die Schuldigen sucht, immer in die eigene Nase fassen. Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Das ist verdammt schwer umzusetzen. Es gab früher auch mal in Deutschland echtes Geld. Also diese Note können Sie heute bei eBay für 50 Cent oder 1 Euro ersteigern. Wenn man ganz viele Scheine nimmt, noch billiger. Das war mal richtig viel Geld. Schauen wir uns mal an, was da drauf stand. Da stand drauf, 1000 Mark zahlt die Reichsbank Hauptkasse in Berlin ohne Legitimationsprüfung, die kannten Herrn Schäuble noch nicht, dem Einliefer dieser Banknote. Das war richtig Geld. Und da konnten Sie mit 100 solchen Scheinen ankommen, ohne Legitimationsprüfung. Ja, das ist ja auch die Frage. So als geneigter Konsument hätte er gesagt, ich dachte, das ist Geld. Hier steht drauf, ich krieg welches dafür. Ja, was ist denn nun Geld? Das ist eine spannende Frage. Was ist denn das? Der Lagerschein für Geld. Aber kein Geld. Für 20 Reichsmark erhielt man 7,16 Gramm Gold. Der heutige Wert von 20 Goldmark. 190 Euro. Und das können Sie jetzt mit 50 multiplizieren. Für den Tausender. Kennen Sie den Wert? Jetzt kennen Sie auch den Unterschied zwischen Papier und Geld. Dann hätten wir einen Opa, der vor 100 Jahren gesagt hat, och, ich mache mal meinen Enkeln was Gutes, ich vergrab den Schein, ich habe eine Plastetüte, die war zwar noch nicht erfunden, rein ab in die Erde und tschüss. Der Nachbar, der hat ja noch keine Plastetüte, der sagt, wenn ich das jetzt in die Erde senke, für meine Urenkel, die das irgendwann mal ausgraben, der Schein könnte verrotten. Der geht halt zur Bundesbank und sagt, na, ich hole mir mal mein echtes Geld ab. Das sind 11 Unzen Gold. 11. Und vergrabt die im Garten. Heute als Urenkel machen wir uns beide ran. Der eine findet den Schein und sagt, den gehe ich tauschen, gehe zu eBay und kriege dafür 1 Euro. Der andere hat 11 Unzen Gold und geht zum Händler und kriegt wie viel? 11 mal 750. Viel Spaß beim Rechnen. Das ist der Unterschied. Gold ist Geld und nichts anderes. JP Morgan. Das ist einer der Erfinder und Gründer der Federal Reserve. Das sind diejenigen, die uns das Kreditgeldsystem überantwortet haben.
und Papier. Und sie brauchen kein Geld. Sie brauchen übrigens auch kein Gold. Nicht, dass Sie jetzt denken wollen, das ist die Lösung der Probleme. Die Indianer haben uns vor mehr als 150 Jahren gesagt, der weiße Mann wird irgendwann mal lernen, dass man Geld nicht essen kann. Und wir sind soweit. Und Gold ist nur deren bestes Geld. Aber auch Gold können sie nicht essen. Es ist nur das ultimative letzte Zahlungsmittel auf dem Monopoly-Spieltisch. Das war's. Nichts Mystisches dran. Nichts Geheimnisvolles. Ist schön anzusehen, aber an der Förderung von Gold klebt auch eine ganze Menge Blut. Das sollte man darin nicht vergessen. Ich zeige Ihnen mal die wichtigste erste Bilanzposition in der Zentralbank. Die lautet Gold. Und jetzt zeige ich Ihnen mal ein Jahr später. Da haben die Bilanzposition geändert in Gold und Goldforderung. Es besteht hier ein wichtiger Unterschied zwischen der Physik und Papier. Und die Frage ist, haben die das Gold noch? Oder weisen die nur Forderung auf Gold aus? Die kriegen die aber nie wieder. Weil das eventuell beim Publikum bleibt. Oh, oh, oh. Da gibt es ein paar Fragen und ein paar Probleme, möchte ich nur mal so angezeigt haben. Und wie sich der Goldpreis entwickelt hat, das sehen Sie selbst. Da sagt der ein oder andere, mein Gott, das ist ja ganz schön teuer, 850. War mal der Höchststand 1980 im Januar. Gestern Abend war der Kurs 1046 Dollar. Und die Frage, oh, da kann man ja gar nicht mehr investieren, ist ja im Prinzip so weit nach oben geschossen. Und vergisst eines, die Kaufkraft von 850 Dollar 1980 haben heute eine von 5600. Also ich muss heute 5600 Dollar aufwenden, um den gleichen Warenkorb zu haben wie damals von 850. Darüber sollte man mal nachdenken. Und ob bestimmte Sachen teuer sind oder nicht. Und das Problem ist, dass die meisten Leute kaum eine Vorstellung haben, wie unser Geldsystem funktioniert. Jeder Geldschein, den Sie in der Tasche haben, muss von irgendjemandem geborgt sein, ansonsten gäbe es diesen Schein nicht. Punkt. Und dann kennen Sie die Geschichte mit dem Zinseszinseffekt. Bei 100% würde jeder sagen, okay, das kann nicht funktionieren. Bei 5% Durchschnittsverzinsung passiert genau das Gleiche. Man nimmt nur erstmal 30 Jahre Anlauf, wo man überhaupt nichts merkt. Und dann geht die Geschichte los und wir stehen jetzt letzten Endes an diesem Punkt. Aber wenn man sagt, die Welt ist verschuldet, wir sind verschuldet, ja wo und bei wem? Und die Summe der Schulden ist immer so hoch wie die Summe der Vermögen. Es kann in einem Schuldgeldsystem schlicht und ergreifend nicht anders sein. Denn die Schuld war die Ursache für die Kreierung von Geld. Punkt. Schauen Sie sich dort meine anderen Vorträge an bei der AZK, da gehe ich ein Stück näher darauf ein. Und diese Mengen, die jetzt in den Umlauf gekommen sind, die müssen auch im Sinne der Hochfinanz in irgendeiner Weise wieder reduziert werden. In den letzten 30 Jahren hat sich das Volumen der Güterproduktion in den Industrieländern vervierfacht. Aber in der gleichen Zeit hat sich das Geld im Kreditvolumen vervierzigfacht. Das ist ein Problem. Es gibt ein Stück zu viel Geld. Und damit auch zu viel Schulden. Und die sind irgendwo nicht mehr tragbar. Und wir kommen jetzt an den Punkt, wo es für die Hochfinanz ein Stück kritisch wird, nämlich nicht die Höhe der Schulden. Die Schulden sind noch nie zurückbezahlt worden in der Summe. Die können auch gar nicht zurückbezahlt werden. Weil es technisch, physisch, nicht ideologisch, mathematisch, schlicht und ergreifend nicht möglich ist. Die Vermögensumverteilung funktioniert über die Zahlung der Zinsen, weil über den Zins wird die eigentliche Arbeitsleistung in Richtung der Hochfinanz umverteilt. Und es geht denen nicht um Geld. Nur mit Geld geschieht es, diese systematische Vermögensumverteilung. Und zwar physischer Werte von Arm nach Reich. Die bringen sich momentan nicht in den Besitz von Geld. Die bringen sich in den Besitz der Ressourcen dieses Planeten. Und des technischen Know-hows. Freie Energie, mein Gott, die gibt es schon 100 Jahre. Die sind nur in den Tresoren verschwunden. Weil die erwinden die Produkte so, dass wir davon abhängig sind, damit wir im Hamsterrad weiterlaufen müssen. Sie haben das Auto nicht wegen des Autos. Sie haben das Auto, um Ihnen Mobilität und Freiheit zu suggerieren, damit Sie mit dem Ding durch die Gegend fahren und dann dauernd zu Aral fahren. Die wollen dummerweise immer Euro und Dollar. Und jetzt müssen Sie sich in das Hamsterrad begeben, um dann dauernd das Zeug zu erwirtschaften, damit Sie sich Ihren Spaß leisten können. Das ist das. Das macht die Abhängigkeiten aus. Und deswegen wollen die gar keine anderen Energieträger oder Geschichten. Nicht, weil es nicht besser ist, sondern es könnte sie ja unabhängig machen. Das ist aber blöd. Das ist das, was nicht gewünscht ist. Darum geht es. Aber die Geldmengen, die müssen jetzt auch abgebaut werden. Und in der letzten Weltwirtschaftskrise passierte Folgendes. Immer im Verlauf der Krise steigen die Schuldenmengen gigantisch an. Hier war der eigentliche Crash 1929 an den Aktien, da passierte gar nichts.
Dann erfolgte die Vogel-Strauß-Politik, Kopf in den Sand, es wird schon wieder werden. Und den möglicherweise gesunkenen Lebensstandard, den kompensieren wir mit Kredite. Genau wie jetzt, immer das gleiche Spiel, die Schuldenmengen steigen an ohne Ende. Und dann schlägt das Ding um in seine physische Seite. Betriebsschließung ohne Ende, Opel mal 50 pro Tag in der großen Weltwirtschaftskrise, 1932, 1933. Betriebsschließungen ohne Ende. Jetzt passiert Folgendes. Der Nenner sinkt. Hier ist ein Quotientenchart dargestellt. Kreditausweitung im Verhältnis zum Bruttoinlandprodukt. Also im Zähler steht die Summe aller Kredite in Geld ausgedrückt. Und im Nenner steht die Summe aller Waren und Dienstleistungen einer Gesellschaft zum Zeitpunkt X. Und zu diesem Zeitpunkt X bildet man diesen Quotienten und so kriegt man Folgendes raus. Wie hoch ist denn eigentlich der Schuldenstand zu einem Zeitpunkt X, um ein bestimmtes Bruttosozial- oder Bruttoinlandprodukt zu erzeugen? Das zeigt dieser Chart an. Also je mehr die Kurve nach oben, umso höher der Schuldenstand für ein bestimmtes Bruttoinlandsprodukt. Was das war, ob man das gebraucht hat, spielt hier erstmal keine Rolle. So. Zum Ausbruch der eigentlichen physischen Krise, der großen Weltwirtschaftskrise mit Betriebsschließungen, wo es dann auf einmal spürbar wurde, weil das Bruttoinlandsprodukt sank, passierte Folgendes. Eigentlich hätte vom mathematischen Verständnis her Folgendes passieren müssen. Die Banken geben eh keine Kredite mehr, die haben ja Angst, jetzt ihr Geld wieder zu kriegen, ganz berechtigt, aus berechtigten Gründen. Jetzt sinkt das Bruttoinlandprodukt, also der Nenner sinkt. Was passiert denn mathematisch? Der Quotient muss größer werden. Eigentlich sollte doch diese Kurve jetzt erst recht in die Sonne gehen. Tut sie nicht. In großen Krisen werden die Schulden schneller abgebaut, als das Bruttoinlandprodukt sinkt. Und die spannende Frage, meine Damen und Herren, wer hat die Schulden bezahlt? Man geht immer davon aus, dass es der Schuldner tut. Es gibt aber noch einen zweiten, das ist der Gläubige. Wenn irgendjemand die Finger hebt, dann kann der nicht mehr zahlen. Und dann verschwindet das dahinter befindliche Geld. Der Kredit geht weg und das Geld verschwindet mit. Schuldentilgung durch Gläubigerverzicht, das ist die nackte Wahrheit. Meine Damen und Herren, und Geld wird in einem Geld verloren, nicht da, wo Sie vermuten. Nicht in den hochspekulativen Aktien, die ich vorhin schon durchgegangen bin. Wenn Sie ein Unternehmen gekauft haben, so wie die Bahn hier, aber Transport wird benötigt und das ist eigentlich eine gute Idee, dann haben Sie nur zu teuer eingekauft, weil Sie irgendjemand irgendwohin manipuliert hat und damit reich werden wollte. Aber wenn Sie ein Unternehmen haben, das Produkte herstellt, das man immer zum Leben braucht, dann heißt es nicht, dass es dieses Unternehmen geben muss, über 100 Jahre hinweg. Aber solche Art Unternehmen, die wird es immer geben. Das wird sich nicht ändern. Aber wo ihr Geld mal nachhaltig verschwindet und bisher in der 5000-jährigen Geschichte, so seit Babylon, immer verschwunden ist, das war am Girokonto, im Bargeld, im Sparbuch, in der Lebensversicherung und im Bausparvertrag. Und zwar genau da, wo es die meisten Leute am wenigsten vermuten. Das geht dann von heute auf morgen. Nennt man dann Crash. Ein Crash ist nur deswegen Crash, weil er für viele Menschen unerwartet kommt. Wenn ich sagen würde, heute gibt es am 25.10. ist Crash, dann findet er nicht statt. Warum? Oh, jeder bereitet sich darauf vor, richtig? Wenn sich jeder darauf vorbereitet, dann kann der Crash gar nicht stattfinden. Weil die Leute meistens, ich kriege oft immer Aussagen, ja, das dauert noch 2-3 Jahre. Wenn ich mal nachfrage, was veranlasst die zu der Aussage, zu sagen, noch 2-3 Jahre? Dann kommt da eigentlich nur die Hoffnung zum Tragen, aber nicht eine Begründung, warum das so sein sollte. Das könnte über Jahre schon jeden Tag passieren. Und warum? Mit diesen modernen Finanzprodukten, Hedgefonds und all so ein Zeugs und Computerprogramme, haben die das bis heute halten können. Und die können das auch ohne Ende treiben. Wir stehen heute bei 550% Schulden im Verhältnis zum Bruttoinlandprodukt in der amerikanischen Gesellschaft. Meine Damen und Herren, die optimieren die Fallhöhen, das ist alles. Nun hat ja Frau Merkel gesagt, und wenn Frau Merkel das sagt, muss es ja stimmen. Nee, ist ja Kanzler. Hat auch Vertrauen, ist ja wiedergewählt worden. Wer lesen kann, ist eindeutig im Vorteil, trägt diese Liste, die Dame hat ja gesagt, wir garantieren, und wenn mit Billionen die Einlagensicherung. Deswegen reden die uns ja immer mit Bürgern. Liebe Bürgerinnen und Bürger, die reden nicht zum Volk. Nee, nee. Die reden zu Bürgerinnen, ganz wichtig. Und Bürgern. Warum? Da steckt ja das Wort Bürger drin.
Man sagt ihnen durch die Blume, dass sie für den ganzen Spaß aufkommen. Und wenn Frau Merkel sagt, der Staat haftet für die Einlagen, ja mein Gott, dann sind wir das doch. Das ist doch linke Tasche, rechte Tasche. Was soll denn der Unsinn? Und wird das sein mit den Konten? Wo mir jetzt gesagt hat, im Einlagensicherung 20.000 Einlagengarantie, die haben sie jetzt auf 50 erhöht. Völlige Makulatur. Und jetzt fangen Sie an, Gesetzestexte zu lesen. Da steht's doch. Statut der Deutschen Einlagensicherung, Bundesverband Deutscher Banken, Jahr 2005. Da lesen Sie im Paragraph 6 über den Umfang der Einlagensicherung, ein Rechtsanspruch auf ein Eingreifen oder auf Leistungen des Einlagensicherungsfonds besteht nicht. Ich finde, da ist nichts verklausuliert ausgedrückt. Das ist ziemlich eindeutig. Und sagen Sie nichts, man hat Sie nicht gesagt. Kriegen Sie immer mit, AGBs, Kleingedruckte. Können Sie mal lesen. Der Bankberater hat zwar gesagt, es ist sicher, aber es ist gut. Jetzt haben Sie alle zugeschickt bekommen, die Änderung der AGBs. Ne? Ja. Wissen Sie, was Sie den Banken einräumen? Unbestimmtes Pfandrecht. In Deutschland, unbestimmtes Pfandrecht. Da könnte man ja auf die Idee kommen, wenn man als Bürger bürgt, man bucht die Staatsverschuldung doch gleich direkt in den Konten der Bürger. Rechtlich ist das machbar in Deutschland. Im Monatsbericht der Deutschen Bundesbank steht, die Sicherungseinrichtungen greifen nicht ein im Fall einer allgemeinen Krise der Kreditwirtschaft. Was steht heute jeden Tag in der Bild-Zeitung? Sagen Sie nicht, man hat es Ihnen nicht gesagt. Wo haben die Deutschen das meiste Geld? Nur Statistik jetzt. Jetzt kommt mal Statistik. Damit Sie sehen, ich habe auch einen Grund, hier heute das und immer zu erzählen. Weil da liegt die Gefahr. Wo haben die Leute ihr Geld? Ansprüche gegen Versicherung, Bargeld, Spareinlagen, Sparbriefe. Genau in diesem Papier. Sie haben es genau auf den Haufen gelegt, der wirklich vernichtet werden soll. Wie praktisch. Schon mal gut zusammengetragen bei den Banken. Und nicht im Sparstrumpf. Ist ja auch so schön, mit Karten zu bezahlen. Ist ja so völlig modern. Das andere ist ja Zopfzeit, was die Oma erzählt. Wie viel Prozent Ihres verfügbaren Einkommens sparen private Haushalte und hier die einzelnen Länder? Da. Wir haben nach Frankreich, in Europa oder in Deutschland, überhaupt auf der Welt die höchste Sparquote. Warum? Die ängstlichen Deutschen. Oh, 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 die Zukunft. Dann legen wir mal das Geld beiseite, wenigstens an der falschen Stelle. Naja, wenigstens trifft es die Armen nicht ganz, weil das Vermögen verteilt sich auch ein bisschen komisch. Da sehen Sie hier, über 80% des Vermögens liegt in den Händen von 20% der Menschen. So viel zur sozialen Gerechtigkeit in diesem Land. Da könnte man jetzt auch eine ganze Menge erzählen und mutmaßen, was hier passiert. Deswegen sage ich ja, Finanzdienstleistung, ein Geschäft zur Vermögensumverteilung von Arm nach Reich, hat gut funktioniert. Zeigt die Folie. Und wo haben die meisten Menschen ihr Geld? Eine Lebensversicherung, ne? Da reingepackt. Das wundert mich. Wenn ich Ihnen heute einen ernst gemeinten Rat geben kann, dann ist es der: Königin, nehmen Sie das, was Sie heute kriegen, fertig. Und das ist mehr als das, was Sie morgen kriegen werden. Punkt. Und auch wenn es verlustig steht. Das Problem, was ich immer wieder, die Menschen sind mental schwierig damit, ist es schwierig damit umzugehen. Deswegen sollten Sie in Börsen so ein Zeug gar nicht zocken. Warum? Nehmen wir mal in einer 20.000 Euro, zweimal 10.000. 10.000 Euro sind auf dem Sparbuch, auf dem Girokonto, das meinetwegen irgendwelche Gehälter drauf, die er gerade bekommen hat. Und zwar gerade eben. Und die anderen 10.000 Euro sind die berühmten Telekom-Aktien. Wenn es jetzt darum geht, irgendetwas Vernünftiges anzustellen mit diesen insgesamt 20.000, dann würden diese 20.000 unterschiedliche Bewertung erfahren. Warum? Das eine Geld ist frisch und das andere Geld hat eine Geschichte. Und die Geschichte sagt, das waren mal 40.000. Und die will ich wieder haben. Deswegen sitze ich das aus. Denn zum Schluss stirbt die Hoffnung. Da kommen die Fehlentscheidungen her. Weil die Menschen Schuld und Sühne, bin ich wieder in der Vergangenheit. Und deswegen werden sie die 20.000. Es sind zweimal 10.000. Es ist umgerechnet heute zum Stichtag das gleiche Geld. Und die Frage ist nicht, was ist in der Vergangenheit gelaufen, sondern wie ist die Gegenwart und wie sind eventuelle Zukunftsaussichten. Und daraus würden Sie heute eine Entscheidung treffen. Und wenn Sie der Meinung sind, irgendetwas war eine sinnvolle,
eine sinnlose Investition, dann korrigieren Sie die, egal wie hoch die Verluste waren. Werden Sie es nicht, wenn Sie es nicht tun, werden die Verluste nur größer. Deswegen haben die Menschen 1990 im Markt bis 90% verloren. Sehenden Auges. Die Kurse sind ja nicht an einem Tag um 90% runter. Das ging über Wochen. Sehenden Auges. Immer sehenden Auges in die Katastrophe. Ja, jetzt wird es noch ein Stück ungemütlich, weil die Jungs, die haben wir ja gewählt. Es gibt Steigerungsraten in diesem Land, meine Damen und Herren, aber richtige Steigerungsraten. Schauen Sie mal an, die Lettokreditaufnahme. Ich nehme mal den Beginn der Krise, ist 2007, Sommer 2007, da tauchte das das erste Mal in der Presse auf mit den Subprime-Geschichten und so weiter und so fort. Und natürlich, wenn große private Institute ins Wanken kommen, nicht der Bäcker um die Ecke, den lässt man über die Wupper gehen. Aber so die Hypo-Real-Estät, na, die muss natürlich gerettet werden. Und immer rein Staatsgelder ohne Ende und so weiter. Und wir lassen das gefallen. Ich finde das gut, dass das so ist. Die halten uns richtig den Spiegel vor. In die Commerzbank sind bis heute 18,2 Milliarden reingeflossen. Der Laden war an der Börse nicht mal mehr mit 3 Milliarden bewertet. Der Steuerzahler, also wir alle, 18 Milliarden, Commerzbank, wichtige Sache, die muss es geben. Wir haben auch richtig was gekriegt dafür. 25%. Also 18 Milliarden investiert, beim Wert des Unternehmens von 3 Milliarden, 25% davon erhalten. Habe ich jetzt in der Schule in der Prozentrechnung nicht aufgepasst? Was passiert denn hier? Nur das wird schon so seine Richtigkeit haben. Da werden die Milliarden versenkt ohne Ende und das führt dazu, dass es dann in Nachtragshaushalten beim Staat zu einer Nettokreditaufnahme kam, jetzt im zweiten Nachtragshaushalt 2009, in diesem Jahr von 49,1 Milliarden. Das macht eine Steigerungsrate von der Kleinigkeit von 243%. Und sagen Sie nicht, es gibt hier kein Wachstum. Der Schuldenzuwachs pro Sekunde, der wächst auch gut. Wir hatten im Jahre 2007, Stand 30.06., steht beim Bund der Steuerzahler, die haben so eine schöne Uhr, die Verschuldung, da stand dran, die Schulden in Deutschland wachsen pro Sekunde um 1.000 Euro. Na, jetzt sind wir schon bei 4,4. Das ist eine Steigerungsrate von der Kleinigkeit von 320%. Wieder Wachstum. Es gibt Wachstum. Es geht wirklich aufwärts, meine Damen und Herren. Man sieht es. Also muss man hier für die Politiker in die Bresche springen. Das hat Hoover auch gesagt, noch 1932, es geht wieder aufwärts. Meine Damen und Herren, es ist immer das gleiche Spiel. Kurz bevor es so richtig madig wird, dann geht es nochmal richtig aufwärts. Wenigstens auf dem Papier oder in den Aussagen der Politiker. Der Schuldenturm, der war 2007 315 Kilometer hoch und heute ist er 339 Kilometer hoch. Und wissen Sie, in was ausgedrückt? 500 Euro Scheine übereinander gestapelt. Das ist die heutige Staatsschuld. Kann man sich gar nicht vorstellen. Man hört immer die Zahl 1,5 Billionen. Aber wie viel ist denn das? Das sind 500 Euro Scheine aufeinander gestapelt, die die Höhe ergeben von 339 Kilometer. Das ist schon lustig, ne? Ja, ich meine, wir bürgen ja nur dafür. Was soll's? Und Schulden können ja eh nicht bezahlt werden. Und die wahre Inflationsrate momentan 9%. So. Was war der Betrug dieser Politiker in der letzten Bundestagswahl? Eine Mehrwertsteuererhöhung wird es nie geben. Ja. Können Sie sich noch daran erinnern? 2005? Die einen haben gesagt, wenn wir, dann 1,5% müssen wir erhöhen. Die anderen haben gesagt, mit uns keine Mehrwertsteuererhöhung. Dann ging die Wahl so aus, dass die beiden dann zusammen heiraten mussten in die große Koalition. Der eine wollte 1,5% und der andere wollte gar nicht. Geeinigt haben sie sich dann auf 3%. Die haben ein Verständnis von Mathematik, ne? Und wir? Was haben wir gemacht? Nichts. Und? Wir haben die diesmal wiedergewählt. Die wurden hier wiedergewählt. Wahlbetrug, ein paar Wochen nach der Wahl, 2005. Heute kommen die wieder. Unser Land muss stark sein, Wachstum muss sich lohnen. Schauen Sie sich die hohen Plakate an, die jetzt irgendwo im Sand
liegen und so weiter. Und die haben übrigens auch gar keine andere Chance, das möchte ich immer zeigen. Deswegen können Sie eine Vorstellung entwickeln, wenn hier was passiert auf der Steuerseite, muss, wo wird denn das stattfinden? Bei der Biersteuer? Wenn die jetzt die Biersteuer verdoppeln, das sieht in der Zeitung nicht gut aus und bringt gar nichts. Schaumweinsteuer, wenn die verdoppeln, bringt gar nichts. Übrigens, das war auch so eine Nummer. Wissen Sie, wann die eingeführt wurde? Zu Kaiserszeiten, um das Flottenprogramm zu finanzieren. Ne? Die Flotte liegt schon längst versenkt in der Nordsee, aber die Schaumweinsteuer haben wir immer noch. Das haben die bis heute halten können. Ne? Na, einmal eingeführte Steuer kriegen sie nie wieder weg. Ne? Die spielen aber schlicht und ergreifend gar keine Rolle. Die vier größten Positionen sind Umsatzsteuer, Lohnsteuer, Gewerbesteuer, Energiesteuer. Und diese vier Positionen machen schlicht und ergreifend 70% des gesamten bundesdeutschen Steueraufkommens auf. Und hier und nur hier sind die einzigen Stellschrauben. Wo können Sie denn was machen? Hier? Hier ist gut. Da wird einfach abgebucht, die werden gar nicht gefragt. Deswegen ist das Lohnsteueraufkommen höher als die Einkommensteuer, weil die Jungs haben gedacht, Mensch, da gibt es so Länder wie Liechtenstein und so. Wenn wir mal dahin gehen. Oder Kanalinseln, die von der Körperschaftssteuer, das ist die Einkommensteuer der großen Unternehmen, die sagen sich Cayman Island, da sollten wir auch eine Adresse haben. Die verflüchtigen sich so hin. Die einzigen, die sich hier nicht wehren können in der Demokratie, ist ja Volksherrschaft, das ist das Volk, die kriegen es dann abgebucht und fertig ist. Gewerbesteuer, habe ich mir gerade von einigen Finanzämtern sagen lassen, wenn man sich mit den Brüdern unterhält, die haben Umsatzsteuereinbußen in Höhe von 85%. Gewerbesteuereinbußen, 85%. Das ist doch mal wieder eine Größenordnung. Ne? 85%, leider in die falsche Richtung. So viel zum Aufschwung. Wo können Sie es uns holen? Wo kann man es nehmen? Was bleibt übrig? Die Energiesteuer ist nur in Energiesteuer benannt, umbenannt worden, die hieß früher Mineralölsteuer, das nicht so auffällt, fast alles ist Benzin in dieser Steuerposition. Also wenn die noch irgendwas drehen wollen, mit einem Effekt für den Staatshaushalt, dann geht das schlussendlich nur über die Umsatzsteuer. Und darauf sollten sie sich gefasst machen. Mathematik, keine Ideologie oder Parteipolitik. Der Rahmen für die Politik wird eh immer enger. Die können da eh nichts mehr entscheiden. Über das gesamte Budget, egal wer da an der Macht ist, die haben einen Spielraum von 3 oder 4% vom Budget, alles andere habe ich schon ausgegeben. Da können die gar nichts mehr entscheiden. Das spielt überhaupt keine Rolle, wen sie wählen und in welcher Zusammensetzung. Das ist die nackte Wahrheit. Aber dafür wird wenigstens ein Riesenaufwand betrieben. Wenigstens haben die Parteien was davon, weil die Kopfprämie bei den Wahlen ja gut umverteilt wird. Also es gibt immer irgendjemanden, der daran partizipiert. Also was wirklich zunimmt, das sind die Staatsschulden, hier zu sehen. Und früher, was haben wir diskutiert? Mein Gott, Euro, den wollte eh keiner haben. Aber weil das so ist, das Volk könnte ja recht haben, dann werden wir es mal vorsichtshalber nicht fragen. Ne? Wir gehen da mal schön zur Wahl. Alle 4 Jahre. Und was haben wir diskutiert bei dem Euro? Wegen der PIK-Staaten, Portugal, Italien, Spanien, Griechenland, die PIKs, die Schweinestaaten. Das sind die Weichwährungsländer. Ja, gucken Sie sich mal unsere tolle Weichwährung an. Man hat gesagt, die Maastricht-Kriterien, können Sie sich noch vor 6, 7 Jahren daran erinnern, Maastricht-Kriterien hin und her, da waren wir festgelegt worden, nicht mehr als 60% vom Bruttoinlandprodukt Schuldenstand darf überschritten werden und die Netto-Kreditaufnahme im Haushalt nicht mehr als 3%. Und wo liegen wir heute schon? Wir reden hier nicht von Griechenland und Italien. Die sind natürlich weiter ferner liefen, aber wir halten uns auch nicht dran. Warum auch? Immer weiter hinein in den Schuldenstaat. Und die kriegen dann trotzdem die Stimmen, das sind die Stimmanteile. Die haben wir gewählt. Und wenn es nun die große Koalition gibt, aus FDP und CDU, dann sitzen die heute mit 53% Mehrheit im Bundestag. Da sind wir zur Wahl gegangen. Aber schauen Sie sich mal die Wahl an und Ihre Sprache dafür. Was tun wir eigentlich? Wir gehen als erstes in ein Wahllokal. Also ein Lokal ist eine Örtlichkeit zur Benebelung der Sinne. Und dann falten wir in so einen Zettel und dann treten wir woran? An die Wahlurne. Also ich habe da mal nachgeschaut im Duden und da steht zu Urne
Die Urne ist ein Gefäß zur Aufbewahrung der Asche Verstorbener. Da ruht sie nun ihre Stimme. Friede sei mit ihr. Manchmal ist es ganz gut, seine Stimme. Manchmal ist es ganz gut, seine Stimme zu behalten, dann kann man sie nochmal erheben. Jetzt ist sie weg für 4 Jahre und die machen wieder, was sie wollen, so lange. Ne? Aber es gab wirklich Zuwächse bei den Wahlen, die sind aber in der Presse nicht so kommentiert worden. Das ist die eigentliche Wahlgrafik, meine Damen und Herren, habe ich mal gemacht, meine andere, als die von Infas und so. Hier, Ulrich Deppendorf, der Name ist Programm. Das ist die größte Partei, die Graue hier. Das ist die Partei der Nichtwähler und der Ungültigen. Das sind die, die zur Wahl gegangen sind, die haben auch ihr Kreuz gemacht, aber ein großes. 1,5% waren das, die das gemacht haben. Dann noch die anderen, die so Piraten gewählt haben und so weiter und so fort, die kommen auf insgesamt 34% der Stimmen. Das sind die Ablehner des Systems. 66% der Wahlberechtigten in Deutschland haben die Systemparteien gewählt. So viel zu der Frage, wie viele reichsdeutsche Bewegungen behaupten, die Bundesrepublik Deutschland hat keine Legitimation. Die haben die. Die haben eine Legitimation, weil die Menschen sind, die wissen das nicht. Gut, die machen insofern eine Täuschung, als dass sie einen Staat simulieren, aber die Leute sind nicht in der Lage, das zu erkennen. 66% gehen zu dieser Wahl und schließen damit einen Vertrag mit dieser Firma. Weiter über die Geschicke in diesem Land zu bestimmen. Und 66% sind nach Adam Riese 2/3 und das ist eine Mehrheit. Die Bundesrepublik Deutschland, meine Damen und Herren, ist existent. Sie ist existent durch die Duldung und Erduldung des größten Teils des deutschen Volkes. Punkt. Und das sollte man in allen weiteren Aktivitäten, wenn wir wirklich eine bessere Welt wollen, schlicht und ergreifend berücksichtigen. Es hat keinen Wert, irgendjemand in irgendwelchen Ämtern anzugreifen und zu sagen, euch gibt es nicht. Natürlich gibt es die. Die haben auch eine Legitimation. Da ist er. Was wird dann irgendwann mal aus Ihrem Geldbeutel? Können Sie sich schon mal daran gewöhnen, um wieder auf das Thema Geld zurückzukommen? Hier der kometenhafte Abstieg des Dollars. Ein Dollar von 1970 hat eine Kaufkraft von 13 Cent. Das ist doch mal eine Entwicklung. Da kann man auch stolz drauf sein. Und die großen Probleme, meine Damen und Herren, die lauern in den USA. Die haben heute Gesamtschulden in Höhe von 53 Billionen Dollar. Das ist mehr als das gesamte Bruttosozialprodukt in Höhe von 40 Billionen. Ja, gerade eben frisch gemacht, diese Folie gestern, weil gestern im Radio das neue Defizit des amerikanischen Staates bekannt gegeben wurde, das noch niemals so hoch war nach dem Zweiten Weltkrieg wie heute. Was tut man nicht alles für den Friedensnobelpreis, Obama-Rettungsraketen? Das wird sehr viel für den inneren Frieden in den USA sorgen in der nächsten Zeit. Die amerikanische Staatsschuld wächst nämlich momentan täglich um 3,8 Milliarden und das Außenhandelsdefizit um 2,2 Milliarden. Das ist doch mal eine Hausnummer, ne? Um das mal in fassbare Zahlen runterzurechnen, bedeutet das, der amerikanische Staat und seine Bürger geben pro Sekunde 57.000 Dollar mehr aus, als sie selbst erwirtschaften. Jede Sekunde. Auch an den Feiertagen, Weihnachten, Silvester, immer dabei. 57. Dann wird der ein oder andere geneigte Zuhörer sagen, mein Gott, die Amerikaner haben ein Problem. Nö. Das Problem hat der Rest der Welt. Warum? Ich sage immer noch eine interessante Zahl. Das amerikanische Rüstungsbudget entspricht fast auf den Euro genau dem Außenhandelsdefizit. Was heißt denn das? Die gesamte Welt finanziert alle Waffen und alle Kriege der Amerikaner gegen die Welt, die gegen die Welt selbst gerichtet sind. Wenn das nicht clever ist, dann weiß ich nicht was. Das haben die richtig gut hingekriegt. So, Deutschlands Handel mit der Welt. Sie sehen hier, wir haben unsere physischen Güter, physische Ökonomie. Unsere physischen Güter haben wir im Wert von 1 Billion an die Welt geliefert, haben aber selbst Güter gekriegt in Höhe von 890 Millionen Euro. Da bleibt ein Überschuss. Und wie wird der Überschuss ausgeglichen, meine Damen und Herren? So diese grünen Zettel hier. Papier. Und wenn man dann mit Währungsspekulation diese Währung manipuliert, und zwar nach unten, wer ist der Gewinner?
Und wer ist der Verlierer? Und deswegen sind diejenigen, die heute die größten Leidtragenden sind an den Finanzmanipulationen mit dem Dollar auf Staatenbasis gerechnet, die, die dann auch am meisten von der Manipulation nach unten getroffen werden, die Chinesen und wir. Wir haben Interesse, dass der Dollar nicht abstürzt. Und die Chinesen noch mehr. Die haben die größten Weltwährungsreserven überhaupt in Dollar. Wenn die sich in Luft auflösen, haben die Chinesen kein Interesse. Wenn das nicht geschickt war, weiß ich nicht was. Da stehen sie dann da, ne? Hier Alan Greenspan, der letzte Notenbankpräsident. Mein Lieblingszitat von ihm lautet: Wenn Sie mich verstanden haben, habe ich mich nicht unverständlich genug ausgedrückt. Ja, meine Damen und Herren, die Welt ist nicht kompliziert. Die Welt ist komplex und das ist ein Unterschied. Aber sie wird kompliziert gemacht, damit wir uns permanent irgendwelcher Experten bedienen müssen. Weil wir die Dinge nicht verstehen. Aber immer wenn Sie sich irgendeines Experten bedienen, heißt es, ein Stück Ihrer Verantwortung abzugeben an irgendjemand anders. Der meint, die Dinge für Sie zu richten. Und das trifft zu auf Ihre Finanzen, auf Ihre Gesundheit, auf alles. Und es ist an der Zeit, Eigenverantwortung zu üben und sich mit den Dingen zu beschäftigen, selbst zu beschäftigen. Da kann man sich mit Leuten austauschen, die in der gleichen Schwingung, auf gleicher Ebene leben. Das ist gut. Das erweitert das eigene Wissen und die eigene Bildung und führt dazu, dass man in der Lage ist, selbstständig Entscheidungen über sein Schicksal zu treffen. Denn der beste Anlageberater, den Sie haben, ist der, der Ihnen morgens im Spiegel entgegengrinnt. So ist es. Nur der kennt Ihre Bedürfnisse am besten. Der hat aber auch mal die Wahrheit gesagt, vor 6 Jahren. Lesen Sie das mal vor, was der Typ meinte. Wenn eine Nation tief im Schuldenmorast versunken ist und keinen Ausweg mehr sieht, wenn sie durch immer größere Ausgaben immer tiefer darin versinkt und damit nicht mehr aufhören kann, dann muss die für die Finanzen zuständige Behörde zum einen als allwissend gesehen werden und man glaubt ihr aufgrund einer überzeugenden Führungspersönlichkeit. Da gibt es keinen anderen Weg, um in diesem Stadium der Entwicklung Panik und Krise zu vermeiden. Diese Person oder Personengruppe, die in Wirklichkeit den Kreditfluss kontrolliert, ist dann dein Herr und Meister, der Meister all deines materiellen Besitzes, der Meister deiner Seele. Wollen Sie das? Der jetzige Notenbankpräsident sagte dieses: Ich weiß nicht, ob eine Veränderung mit einem Knall oder einem Wimmern kommen wird, ob früher oder später, aber so wie die Dinge stehen, ist es eher wahrscheinlich, dass es eine Finanzkrise sein wird, als politische Weitsicht sein wird, welche die Veränderung herbeiführen. Wer weiß es schon? Der ist ja der hat ja die Hand auf der Gelddruckmaschine. Der ist der Chef der Federal Reserve. Das sind diejenigen, die das Geld der Welt drucken. Und der sagt, er weiß nicht? Der weiß es. Der weiß es nicht nur, der macht es. Und wenn Sie jetzt richtig zwischen den Zeilen lesen können, steht hier das Programm. Ich nehme das ernst. Ich nehme das sehr ernst, was der sagt. Und sein Chef, der ist ja nur der Präsident. Dann gibt es ja noch einen Eigentümer. Und der Eigentümer ist dieser Herr hier. Einer der Eigentümer. Und der hat gesagt, schon 1991, wir stehen am Rande einer weltweiten Umbildung. Alles, was wir brauchen, ist die richtige, allumfassende Krise und die Nationen werden in die neue Weltordnung einwilligen. Meine Damen und Herren, das tun wir. Ein Geldsystem, dieses Schuldgeldsystem, das auf keinen Gegenwert mehr aufbaut, kann gar nicht crashen. Wogegen? Und wenn es crasht, dann hat das jemand gemacht. Das ist der Punkt. Alle Optionen sind offen. Nur die bestimmen, welche sie ziehen. Aber die brauchen unsere Mitarbeit. Und der wichtigste Faktor unserer Mitarbeit ist unser Unverständnis über das Geldwesen. Das ist deren bester Garant. Weil wir nutzen das zwar jeden Tag, aber wo es herkommt, wo es hingeht, wie es entstanden ist, was es bedeutet, haben wenig Menschen eine Ahnung darüber. Und das eigentliche Problem, meine Damen und Herren, ist ja gar nicht das Geld. Das eigentliche Problem ist das hier, nämlich dass die reale wirtschaftliche Erzeugung auf der Welt rückläufig ist. In der Zeitung steht jetzt, dass die Finanzaggregate zunehmen. Da eine Milliardenrettung, da und dann da ahnt schon dem einen oder anderen, hier könnte Böses auf uns zukommen. Das ist nicht das Problem. Geld, wie gesagt, keine universelle Erfindung. Drucken wir halt morgen Neues. Mein Gott, grüne Scheine weg, morgen gibt es blaue. Wo ist das Problem? Kostet nicht mal Geld, Geld zu drucken.
Aber die realwirtschaftliche Erzeugung, die physischen Dinge, von denen wir wirklich leben, wenn die weg sind, die kann ich nicht einfach so aus dem Hut zaubern. Verqueres Denken in den Köpfen der Menschen ändere ich nicht von heute auf morgen. Mitunter brauche ich dafür Generationen. Wenn ich eine Kartoffel in die Erde setze, dann habe ich nicht morgen 10 neue. Ich muss der Natur halt ein Stück Zeit geben. Das ist jetzt blöd. Und dann schauen wir uns mal den Ressourcenverbrauch pro Kopf der Welt an und dann sehen Sie die eigentlichen Probleme auf diesem Planeten. Wenn das Dunkelgrüne hier 100% sind und der Weltverbrauch ist, der durchschnittliche Weltverbrauch an Energie, Treibstoff, Strom, ist hier das Verhältnis dargestellt, was verbrauchen denn im Verhältnis zum Durchschnitt der Welt wir Deutschen und was verbrauchen die Amerikaner, das ist das Rote. Im durchschnittlichen Energieverbrauch sind wir beim 2,5-fachen gegenüber dem Durchschnitt der Welt dabei und die Amerikaner beim 5-fachen. Bei Öl, Treibstoff, Sprit, da haben die Amerikaner mit ihren Land Rovern auf den 8-spurigen Autobahnen so richtig die Nase vorn. Ne? Da wird geheizt über den Kontinent, was das Zeug hält. Fast das 10-fache gegenüber dem Durchschnitt der Welt. Noch interessanter wird folgende Aussage, wenn man sich die Bevölkerungsanteile im Vergleich zu den Konsumanteilen anschaut. Dann haben wir hier Nordamerika und Europa. Ja, das ist die Weltbevölkerung, 6,7 Milliarden Menschen, das ist dieser Kuchen hier. Und von den 6,7 Milliarden Menschen leben in Europa und Nordamerika zusammengenommen 11,8%. Also Nordamerika und Europa stellen 11,8% der Weltbevölkerung, vereinnahmt auf sich aber jenseits 60% der Konsumanteile der Welt. Ist das gerecht? Haben wir ein Argument, wenn 1 Milliarde Chinesen und Inder aufstehen und sagen, das wollen wir jetzt auch? Gibt die Erde das her? Ja. Ich glaube sogar, die Erde ist in der Lage, 10, 20 und 30 Milliarden Menschen durchzubringen. Überhaupt kein Problem. Nur müssen wir eine Kleinigkeit tun. Wenn wir wollen, dass wir auf dieser Erde 10, 20 oder wenigstens diesen momentanen 7 Milliarden hier lebenden Menschen eine glückliche Zukunft, ein zufriedenes Zuhause und ein glückliches, sinnerfülltes Leben geben wollen, dann sollten wir unsere Produktivität steigern. Und das wird über Jahre schon nicht getan. Darum geht es, das ist ein Produktivitätsproblem. Das müssen wir machen, das ist die eine Option. Und die andere Option ist, es gibt immer zwei Lösungen für ein Problem. Wir können aber auch das Menschenpotenzial der momentanen Produktivität anpassen. Und dann sind 80% zu viel. Klingt jetzt hart, aber das sind die Optionen. Punkt. Muss die Sache mal nüchtern ins Auge blicken. Und wenn Sie so ein bisschen stöbern auf den Internetseiten und bei den Bilderbergern gucken, Forum of Constant Relations oder Club of Rome, dann gibt es schon lange Strategien und Pläne und konkrete Aussagen dafür von der Hochfinanz, die momentan die zweite Variante befürwortet. Und diejenigen, die gerade das Geld und die Macht haben, befürworten diese Variante. Ich glaube, wir sind jetzt irgendwie gefordert, denn die meinen uns damit mit den 80%. Und deswegen geht es nicht um Geld, meine Damen und Herren, sondern es geht immer um die Ressourcen des Planeten. So haben sich mal die Preise im Jahre 2007 entwickelt, da war es ein bisschen zu derb. 500% Preisanstieg hat das Ihre Lebensversicherung auch gemacht. Also von 1970 bis 2007. Im letzten Jahr hat man die Preise zurückgenommen, gab ja so Presseartikel, die waren sehr unangenehm, Hungeraufstände auf den Philippinen und überhaupt in Südostasien und in Mittelamerika sahen nicht gut aus. In den Rohstoffindizes übrigens fehlte ein interessanter Wert, den zeige ich Ihnen hier, Reis. Das ist alleine die Zunahme des Reispreises gewesen im letzten Jahr. Wo leben die meisten Menschen? In Asien. Was ist deren Grundnahrungsmittel? Und wenn ich Ihnen sage, dass 80% der Menschen 80% ihres Geldes ausgeben, um sauberes Wasser zu haben und Lebensmittel, und dann steigt das Grundnahrungsmittel um 100%, ist jetzt nicht lustig, ne? Viele Menschen kommen zu meinen Vorträgen, weil sie ihnen langsam schwant, es gibt irgendwelche Unregelmäßigkeiten im Geldsystem und sie haben Angst um ihr Geld. Menschen in Asien, Mittelamerika und Afrika sind schon ein Stück weiter, die haben gerade Angst um ihr Leben.
Wir stehen übrigens auch nicht so rosig da. Die vollen Regale in der Metro trügen. Schauen Sie mal hier, und zwar die Großen im Agrarhandel. Das sind unter anderem wir. Die größten Exporteure Deutschland auf Platz 4. Aber wenn man das so zeigt, sollte man mal gucken, wir sind die größten Importeure. Schauen Sie sich mal hier an, die USA ist der größte Exporteur von Nahrungsmitteln. Aber sie sind auch gleichzeitig der größte Importeur. Und hier tut sich eine Schere auf. Ne? Die Amerikaner haben ihre Autarkieversorgung verloren in der Versorgung, das bei dem großen Land. Hier, Deutschland, 49,5 gegenüber 38,7. Genauso groß wie die USA, bei viel weniger Bevölkerung. Wir haben unsere Autarkie verloren in der Versorgung. Nee, bei Russland ist es so, da weiß ich, dass die momentan einen Ernteertrag eingefahren ist, der dreimal so hoch ist, um ihre eigene Bevölkerung zu versorgen. Bei Energie genau das Gleiche. Die sind autark, wir nicht. Glaubt man gar nicht. Wie gesagt, oft ist das Gegenteil der Wahr oder der Fall. Ja, die Globalisierung, mein Gott, die Globalisierung ist es, die macht es ja. Hier sind mal die Herstellungs- und die Distributionskosten aufgeführt für einen Herrenanzug. Was kostet das in Deutschland? Und was sind die Kosten, die Logistikkosten, um einen Herrenanzug herzustellen? Und was kostet das in Rumänien, in der Ukraine, in Bulgarien, in China, Hongkong? Und hier wäre die Einsparungspotenziale, wenn man die Produktion dorthin verlagert. Haben Sie noch eine Frage, wie die Globalisierung funktioniert? Und wie unser Schicksal ist, wenn wir das weiter zulassen. Und vor allen Dingen, wenn Sie das vom Geld losgelöst sehen und sowas, sondern wenn Sie das vom Energieaufwand nehmen, sollte eigentlich energetisch der Aufwand, der in China hergestellt wurde und die ganzen Transportwege eigentlich viel teurer sein als ein Anzug, der hier hergestellt wurde. Es ist ja ein gleicher Mensch, der das gemacht hat, nähen, der hatte die gleiche Qualifikation, wenn ich den Anzug vergleiche, und der hat meinetwegen die gleiche Qualität vom Stoff, von der Verarbeitung und so weiter und so fort. Wie kann es sein, dass in Geld ausgedrückt und sowas das ganze Ding in den Herstellungskosten um 90% billiger ist? Energetisch geht das nicht, finanziell schon. Und das ist das, was die Welt kaputt macht. Aber wie heißt es so schön? Globalisierung, oder kann man ja nichts machen. Ich frage mich immer, wie kommt das zustande, dass Menschen auf einmal resigniert dastehen? Globalisierung, da kann man nichts machen. Habe ich eine gute Analogie oder ein Beispiel dafür, wie so ein Denken zustande kommt? Ich habe festgestellt, das hat was mit Sprache zu tun. Es hat dahingehend etwas mit Sprache zu tun, als den Menschen abgewöhnt wurde, in Alternative zu denken. Und das Erste, was man versucht, ist, den Gegenbegriff zu tilgen. Und wenn ich oft frage, was ist denn das Gegenteil von Globalisierung, dann ist oft die Leere. Oh, was ist Globalisierung, was ist denn das Gegenteil? Regionalwirtschaft und Protektionismus. Aber wenn der Gegenbegriff nicht mal mehr von der Sprache gedacht wird, weil er nicht gekannt wird, ja, wie soll ich denn in der Alternative denken, wenn mir schon die Begrifflichkeit dafür fehlt? Da geht die Geschichte los. Meine Damen und Herren, die Bild-Zeitung, deswegen heißt sie auch Bild, kommt mit 300 Vokabeln durchschnittlich aus. Also Duden, 300 Vokabeln, daraus kann man eine begrenzte Anzahl sinnvoller Kombinationen bilden, damit kommt die Bild-Zeitung aus. Goethe hat einen Sprachschatz von ungefähr 20.000 Worten. Und das macht meine Denkfähigkeit aus. Denn mit 20.000 Begriffen, die mir inhaltlich bekannt sind, kann ich mathematisch gesehen nach der deutschen Rechtschreibung und der Grammatik mehr sinnvolle Kombinationen bilden. Je größer mein Sprachschatz, umso größer meine Denkfähigkeit, denn wir denken in Sprache. Deswegen gibt es die Bild-Zeitung. Kann man ja mal drüber nachdenken. Und was Sprache bedeutet, gibt es einen schönen kleinen Vierzeiler, wieder mein kultureller Beitrag. Diesmal Johann Wolfgang von Goethe. Weiß nicht, ob Sie den kennen, den hat man mal gefragt in der Kneipe, im Lokal, wo die Sinne benebelt werden. Da Jungs, du kannst doch alles hier mit deinem Faust, kriegst du ein gutes Gleichnis zustande. Nehmen wir mal das Gleichnis zwischen einer Haustürklingel und einem Mädchenbusen. Goethe setzt sich hin, kann ich. Und dann kam er zurück nach ein paar Minuten mit dem Vierzeiler und der geht so. Die Haustürklingel an der Wand, Busen in der Hand.
zwei Dinge, die ja sehr verwandt. Denn wenn man beides leicht berührt, man oben deutlich spürt, dass unten einer steht, der sehnsuchtsvoll im Einlass fleht. Was ist jetzt der ernste Hintergrund dieser kleinen Geschichte, meine Damen und Herren? Schauen Sie sich den Sprachgebrauch an den Nachmittagstalkshows an. Und dann wissen Sie, was man mit Sprache machen kann und was nicht. Das ist der Unterschied. Und das kommt dann oft, wenn es heißt Globalisierung, da kann man nichts machen. Das sind die Auswirkungen. Deswegen werden die Klassiker gestrichen und so weiter und so fort. Hab noch einen schönen Schiller. Zur Demokratie, für die Demokratiegläubigen. Schiller hat mal gesagt, wir waren ja vorhin bei den Wahlen, Mehrheit, was ist Mehrheit? Mehrheit ist Unsinn. Verstand ist stets bei wenigen nur gewesen. Bekümmert sich ums Ganze, wer nichts hat? Hat der Bettler eine Wahl? Er muss dem Mächtigen, der ihn bezahlt, für Brot und Stiefel seine Stimmen verkaufen. Man soll die Stimmen wägen und nicht zählen. Der Staat muss untergehen, früh oder spät, wo Mehrheit siegt und Unverstand entscheidet. Friedrich Schiller. Wenn man das Öl kontrolliert, kontrolliert man die Nationen. Kontrolliert man die Nahrungsmittel, so kontrolliert man die Völker. Was tut man nicht alles für den Friedensnobelpreis? Das sind doch immer die gleichen Leute, die das werden. Noch so ein Friedensnobelpreisträger. Die Tatsache, dass wir eine in historischen Zeiten bisher nicht dagewesene Umweltkrise haben, braucht nicht mehr diskutiert zu werden. Und diejenigen, die um eine ausgewogene Debatte willen der Ansicht sind, dass es beachtliche Ungewissheiten gibt, ob der Treibhauseffekt real ist, schränken unsere Fähigkeit, darauf zu reagieren ein. Oh. Da stellt sich doch die Frage, worauf braucht er eine Fähigkeit zu reagieren auf etwas, was es eventuell nicht gibt? Und warum? Das ist doch hochinteressant. Das hat er einem Umweltmagazin geäußert, schon 1991. Ich habe viele Vorträge unterhalten über den angeblichen Klimakiller. Da ist er. Das ist überhaupt zu erkennen, hier unten, das kleine Grüne. Von 3000 Molekülen in der Luft ist hier eins CO2. Das ist der Killer. Dieses eine Molekül, das bildet da oben den Schirm und hält uns hier im Treibhauseffekt gefangen. Wissen Sie, warum das schon nicht sein kann? Von all den Molekülen ist welches das schwerste? CO2. So wie ich ein gravitativer Verständnis, sollte man das am Boden finden. Und da gehört es auch hin. Das ist nämlich ein Stück verantwortlich für die Atmung. Das ist kein Treibhausgas. CO2 ist Leben, das ist der Zusammenhang. Und wenn die vielen, die sich da hervortun und etwas für die Umwelt tun, sage ich, wissen Sie was? Der beste Beitrag, den Sie leisten können für die Reduzierung von CO2 ist, stellen Sie doch schlicht und ergreifend Ihre Atmung ein. Denn, meine Damen und Herren, wenn Sie mal die CO2-Emissionen, das ist hier zu sehen, beobachten, nur mal so ganz kurzen Abschweifer habe ich hier einfach mit eingebaut. Die Bruttoemissionen sind die größten, die die Weltmeere, die sind mit über 50% dabei. Dann die Atmung der Mikroorganismen im Boden, hätte ich auch nicht gedacht. Alles, was so im Boden kreucht und fleucht und so weiter, das produziert CO2. Das nächste ist natürlich die Fauna. Oh, schon nochmal zurück. Wir, die Bodenatmer. Also Quatsch, die Lungenatmer sozusagen, die produzieren CO2 und das macht fast 25% der Emissionen aus. Deswegen, am besten ist, wir bringen die Fauna um, dann haben wir echte Reduzierung. Dann haben wir die Welt endlich so, wie wir sie brauchen. Ne? Die Ausgasung biologischen Ursprungs und die Weltmeere sind größer, 97% als alle menschlichen Emissionen, 3%. Wir sind auf der Welt für vieles verantwortlich und für vieles Negatives, was gerade passiert. Aber da gerade mal nicht. Warum wird das so hochstilisiert? Was passiert? Worum geht es? Meine Damen und Herren, physische Ökonomie, in der Reihenfolge der Dringlichkeit der Kriterien, was brauchen Sie als Wichtigstes? Luft zum Atmen, Wasser zum Trinken, was zu essen, Dach über dem Kopf. Und dann kommen die immateriellen Dinge. Wir brauchen Liebe. Wir brauchen Solidargemeinschaften, um als Menschen zu gedeihen und zu entwickeln. Und alles wird der Materie und dem Geldverdienen untergeordnet. Und als letztes in der Privatisierung ist die Luft dran.
Aber nun kann ich ja nicht dahergehen und sagen, also hier, die Atmung kostet Geld. Wenn du CO2 produzierst, da sagen sie, jetzt hört der Spaß aber auf. Jetzt ist es vorbei. Das geht nicht. Nee, ich muss das anders machen. Ich muss irgendein Gas als ein schädliches deklarieren und dann betreibe ich einen schönen Schmutzzertifikatehandel damit, CO2-Zertifikatehandel. Der ist über die Londoner Börse eingeführt worden. Und wenn es mal wieder richtige Wachstumsraten gibt, dann könnte man ihnen die da zeigen. Und es gibt jemanden, der ist Vorstand einer Investmentfirma Young Generation, eines Investmentfonds, der sich in diesem CO2-Zertifikatehandel besonders hervortut. Und der Vorstand hat einen Namen, Al Gore. Folgen Sie immer der Spur des Geldes und dann wissen Sie, was hier läuft. Ja, es gibt einen positiven Effekt der Klimaerwärmung. Das muss man mal dazu sagen, wenn er denn stattfindet. Kennen Sie schon die Steigerung von Kohl? Physische Ökonomie, der Energiehunger der Welt, das sind so unsere Dinge. Sie sehen, wir leben vom Verbrennungsprozess und das war irgendwie der falsche Weg. Schauberger hat schon gesagt, wir bewegen falsch. Aber was die Macht und das Geld betrifft, sieht man mal die größten Unternehmen der Welt. Da fängt man da oben an, Royal Dutch Shell, ExxonMobil, Walmart, BP, Chevron, Total. Also die ersten 6 waren Energiekonzerne, nur Walmart. Das ist ein Handelsriese. Öl bestimmt die Welt. Sieht man die Ressourcen, wie die verteilt sind, sieht man auch die Probleme. Die größten Verbraucher, die Amerikaner. Aber die größten Förderer sind sie nicht. 66% allen Öls, was die Amerikaner verfeuern, sind die aushängig von den Lieferungen aus dem Ausland. Das ist deren große Verwundbarkeit. Und dann guckt man sich mal die Ressourcenverteilung an. Wo sind die Hüter der Ölreserven? Wo vermutet man heute noch die größten Ölreserven? In Saudi-Arabien und dann auf Platz 2 Iran. Oh, Iran. Irak, oh. Mit wem haben denn diese Probleme? Wo haben denn die gerade ihre Flotten hingeschickt? Oh. Die brauchen das. Und jetzt müssen sie aus dem Irak raus. Wissen Sie, warum die da raus müssen? Die müssen ihre eigenen Truppen schon mit Duschwasser versorgen, wegen der radioaktiven Verseuchung durch die Iran-Munition, die verschossen haben. Was ist der Iran dran? Der amerikanische Dschihad steht in der Wüste, versteht die Welt nicht mehr und fragt dem Iraker, Mensch, warum bin ich hier, was soll der Unsinn? Wie kommt unser Öl unter euren Sand? Meine Damen und Herren, wir spielen Monopoly, das ist ein blödes Spiel. Und wissen warum? Einer bleibt übrig. Gehen Sie nach Hause. Laden sich Ihre besten Freunde ein und sagen, wir spielen Monopoly. Oh nee, das ist so langweilig, das dauert so lange, kenne ich schon. Nee, heute anders, heute spielen wir es anders. Wir spielen es mit echtem Geld, macht richtig Spaß. Machen Sie das mal. Ich gebe Ihnen hier eine Garantie heute. Können Sie bei mir einlösen. Ich garantiere Ihnen, spielen Sie Monopoly mit echtem Geld. Nach 2 Stunden ändern sich die zwischenmenschlichen Beziehungen. Das waren eben noch ihre Freunde. Ne? Die meisten, die stehen auf dem Spielfeld und ja, haben zwar keine Straßen und nichts, aber wir würfeln mal, wird schon gut gehen. Übrigens, ich finde das Spiel okay. Und wer würfelt, hat die Spielregeln akzeptiert. Und wer die Spielregeln akzeptiert, muss zahlen. Das ist völlig okay. Deswegen ist das System legitim. Die halten uns damit dem Spiegel vor. Wir sollen das Spiel spielen, um damit zu lernen, ist nicht unser Spiel. Denn wenn Sie nichts haben, wo ist denn der sicherste Platz auf dem Feld? Ja, im Knast. Ist das unsere Bestimmung? Wenn Sie im Knast sind, sagen die Regeln, Sie haben dann die Einnahmen der Badstraße nicht, wenn Sie die besitzen und da latscht einer drauf. Aber Sie werden es zu schätzen wissen, denn in dem Moment, wo Sie sitzen, latschen Sie auch nicht auf die Schlossstraße. Ja, ist nur die Bewegungsfreiheit jetzt dummerweise ein Stück eingeschränkt. Ne? Darüber sollten wir nachdenken, weg von diesem Spiel. Ja, da geht sie nun unter die Titanic. Ne? Bis zu diesem Bild hat es ungefähr 2 Stunden gedauert, nach dem Auflaufen aus dem Eisberg. Wer jetzt annimmt, es dauert nochmal 2 Stunden, bis der Dampfer weg ist, der hat die Geschichte mit der Exponentialfunktion nicht verstanden.
Und das, meine Damen und Herren, was heute just gerade in der Presse steht, was uns die Politik verkaufen will, hier oben, da oben steht Merkel und die Bewegung, die nutzen wir. Leute, es geht aufwärts, das ist die Bewegung. Die Weisheit der Indianer, meine Damen und Herren, sagt, das ist ganz einfach, das werden Sie kennen, wenn du merkst, dass du ein totes Pferd reitest, steig ab. Aber die Indianer, die hatten es leicht. Da hat jeder Indianer so ein Pferd. Was macht der weiße Mann, der kommt mit so einem Vierspänner daher? Ne? Vierspänner, richtig so komplex ist die Wille, alle Pferde tot, was mache ich jetzt? Am besten, ich frage mal die McKinsey-Typen. 200.000 den Gutachten, was mache ich? Und was sagen die Leute? Du musst die Anzahl der toten Pferde verdoppeln und den Kutscher rausschmeißen. Dann geht's wieder. Die Empfehlung, die so in unserer Wirtschaft laufen, meine Damen und Herren, weg davon, wir müssen weg. Deswegen zum Schluss ein paar Handlungsoptionen, die Sie erstens auf dem Monopoly-Spieltisch beherzigen sollten und zweitens auch Dinge, die wir insgesamt tun sollten. Erstens Monopoly-Spieltisch. Schuldentilgung geht vor Investitionen, Liquidität vor Rendite. Schuldentilgung deswegen zuerst, sollten Sie verschuldet sein und andere Möglichkeiten haben, weil wer in der Schuld ist, ist nicht frei. Punkt. Egal was passiert. Rätseln Sie nicht darüber, ob die jetzt eine Hyperinflation machen oder eine Deflation. Die können das bestimmen. Es ist übrigens egal, auf welche Art und Weise Sie Ihr Vermögen verlieren. Wir werden die Verlierer sein, wenn wir deren Spielregeln akzeptieren. Das ist die Aussage. Deswegen, Liquidität geht vor Rendite. Liquidität ist das, was Sie in der Tasche haben. Nicht das, was auf Ihrem Girokonto steht. Girokonto ist eine Forderung, die Sie haben gegen die Bank. Von Seiten der Bank ist es eine Zahlungsverpflichtung, ein Zahlungsversprechen. Und jedes Versprechen in Geld ist in der Geschichte der Menschheit bis jetzt immer irgendwann gebrochen worden. Punkt. Investieren Sie in das eigene Geschäft und Projekte mit wirklicher Werthaltigkeit, in nachhaltige Ideen, Technologien. Innerhalb des Systems, die Dinge sind ganz einfach, meine Damen und Herren. Wenn Ihnen irgendjemand was hält, vorhält ein Wertpapier oder irgendetwas, investieren Sie nur in die Dinge, die man wiegen und messen kann. So einfach ist es. Quadratmeter, Kubikmeter, Immobilien, Grund und Boden, da können Sie Ihre eigenen Kartoffeln anpflanzen. Investieren Sie in die Dinge, die Sie in der Hand haben, wo Sie etwas Regeneratives haben. Also etwas, was sich aus sich selbst heraus, also mit Zutun der Natur, mit Anwendung der Naturgesetze am besten funktioniert, nicht durch Geld. Aber noch haben wir es. Wir müssen langsam unsere Ressourcen von diesem Monopoly-Spieltisch abräumen. Und da können wir das noch nutzen, wenn Vermögen da sind. Und deswegen nur in die Dinge, die man wiegen und messen kann. Also, wenn Sie Geld, kaufen Sie sich Geld zum Wiegen. In Kilogramm, Edelmetalle. Ein Kilo ist ein Kilo. Die Leute sagen wie immer nach der Wertentwicklung. Wie viel wert ist mein Geld? Wie viel haben Sie denn? Ein Kilo. Wie ist meine Wertentwicklung? Ein Kilo. Immer wenn Sie versuchen zu vergleichen mit dem System, werden Sie immer verlieren. Und dann sind Sie wieder im Spiel Gier und Angst. Und das werden Sie verlieren. Das beherrschen die perfekt, nicht wir. Substanzwerte, die vom Finanzsystem nicht so leicht zu manipulieren sind. Rohstoffe, Grund und Boden. Investieren Sie in Bildung, in Wissen, Informationen, in Gesundheit. Schön, dass Sie da sind. In Ihre Kinder, in die Familie und in Ihre Freunde. Kriegen Sie wenigstens ein Lächeln zurück, auch wenn das Geld weg ist. Aber es war die bessere Investition. Geld ist auch woanders weg. Aber da ärgern Sie sich mal drüber. Hier ist es etwas Sinnvolles. Und meine Damen und Herren, Ihre Altersvorsorge werden Sie niemals mit Geld lösen. Es ist kein Kapitalproblem. Unsere Altersvorsorge, wie hier sitzen, ist davon abhängig, inwieweit wir es schaffen, die uns nachwachsende Generation dahin gebracht zu haben, dass sie den größeren Anteil der Rentner mit ihrer Produktivität durchbringen. Das ist die Frage und keine Geldfrage. Und wenn die das Vermögen nicht haben, nützt ihnen kein Geld der Welt etwas. Sie sollten sich einen kleinen Lebensmittelvorrat anlegen. Weil die Regale biegen sich in der Metro, das ist die eine Wahrheit. Der andere Teil der Wahrheit ist, die Lagerhaltung sind die Autobahnen. Es gibt keine Lager mehr, die sind leer. Und wenn Geldsysteme in Stocken kommen, dann werden Sie sich wundern, wie schnell hier alles weg ist. Und wie ich Ihnen in den Folien vorher gezeigt habe, wir haben in der Landwirtschaft als Land unsere Autarkie verloren. Und hier leben über 140 Menschen auf einem Quadratkilometer, das ist nicht lustig. Und dann hat man noch die Solidargemeinschaften abgeschafft und hat versucht, auch das Volk aufzulösen. Ne? Deswegen gibt es ja kein Volk, nur Guido. Guido redet vom Volk. Alle anderen von Bürgerinnen und Bürgern.
Die Solidargemeinschaften sind weg. Das ist auch der Sinn der Überfremdung in diesem Land. Wichtig, trennen Sie sich von Ihren Wertpapieren, denn die sind in Zukunft nur noch Papier. Na, oder beherzigen Sie das hier. Ja, meine Damen und Herren. Das Problem bei der Sache hat auch einen ernsten Hintergrund. Weil ich gerade beim Volk war. Im deutschen Volk. Es gab Pläne von der Hochfinanz, um das Volk vollständig zu eliminieren. Aber dann hatten die Jungs eine gute Idee. Und haben gesagt, das ist nicht gut. Warum? Man kann einem Schaf im Leben nur einmal das Fell über die Ohren ziehen, aber man kann es mehrfach im Jahr scheren. Und im Verlauf der mehrhundertjährigen Geschichte hat sich herausgestellt, das deutsche Schaf ist das Beste der Welt. Es gibt kein gutmütigeres, aber auch kein leichtgläubiges Volk als das Deutsche. Keine Lüge kann grob genug ersonnen werden, die Deutschen glauben sie. Und bei einer Parole, die man ihnen gab, verfolgen sie ihre eigenen Landsleute mit größerer Erbitterung als ihre wirklichen Feinde. Meine Damen und Herren, wir haben es leider weit gebracht. Wir müssen da unsere Solidargemeinschaften wieder entwickeln. Es geht darum, neue Spielfelder zu entwickeln. Das, was ich versuche, möchte ich hier mit diesem Bild transportieren. Es geht um Siedler von Catan. Es ist auch in der Hinsicht ein schönes Spiel. Wenn Sie es sich kaufen, werden Sie feststellen, im Unterschied zum Monopoly, da gibt es auch einen Sieger, den man festlegt. Aber im Unterschied zum Monopoly, die anderen haben nicht verloren. Die haben auch alle ihre Straßen, die haben auch alle ihre Städte und Dörfer angelegt. Nur nicht so viel wie irgendein anderer. Es ist ja auch okay, der Wettbewerb soll ja nicht aufgehoben werden. Und sich einander zu messen, das, und dieser Ehrgeiz, der besteht, das ist auch gut, das ist auch ein treibender Motor der Entwicklung. Aber die anderen, die haben nicht verloren. Das ist wichtig. Und man hat das mit anderen zusammen geschafft und nicht auf Kosten von, wie bei Monopoly. Dahin müssen wir kommen. Und es geht um Autarkie. Machen Sie sich unabhängig von diesem System. So weit, wie es geht. Die Lösung ist ganz einfach und sie lautet in nur einem einzigen Satz, benutzen Sie deren Geld nicht und Sie sind frei. Und jetzt kommt das Problem, machen Sie das mal. Das haben die über Jahre richtig gut hingekriegt. Man kann immer irgendwo anfangen. Machen Sie das authentisch, machen Sie das liebevoll. Das sind meine Kriterien, die in unserer Stiftung, das ist nämlich der nächste Gedanke, oben ansteht. Langfristig sollten wir Folgendes tun. Und wir alle, wie wir hier sitzen, sollten uns über folgende Dinge Gedanken machen und fangen Sie immer in Ihrer Region an mit den Menschen, mit denen Sie auf einer Welle schwimmen. Wir sollten irgendwie anfangen, eigenes Geld zu definieren und anzuwenden. Wir brauchen eigene kreative Austauschsysteme. Und bevor Sie mit Euro kommen, überlegen Sie, kann man Ware gegen Ware tauschen? Wenn nicht, sollten wir unter uns wieder Wechsel ausstellen und die Wechsel weiterreichen. Das gab es früher mal, das kann man machen. Und erst zum Schluss, wenn gar nichts mehr geht, verwende ich deren Geld, aber zuvor eben Edelmetalle, weil der Wert in dem Stück selbst steckt. Gold geht nicht pleite, Papier schon. Das Wichtigste auf der physischen Seite ist, autarke dezentrale Energiesysteme zu entwickeln oder sich daran meinetwegen zu beteiligen, wenn man Geld hat. Das ist wirklich wesentlich, damit wir von deren Abhängigkeit loskommen. Und dort etwas zu unternehmen, halte ich für sehr sinnvoll, genauso wie eine autarke Lebensmittelversorgung, ist ja auch eine Form von Energie, und zwar Lebensmittel und nicht Nahrungsmittel, da gibt es einen Unterschied. Vielleicht wird heute darüber auch noch referiert. Ein Aufbau eigener Sozialnetze, eigener Gesundheitsversorgung nach alternativen Methoden, da haben wir schon einige Fortschritte erzielt, eigenes Recht orientiert am Naturrecht und den Gesetzen eines höheren Universums. Meine Damen und Herren, nun kann man sich darüber aufregen, über die Dinge. Und wenn man die Wahrheit entdeckt, muss man versuchen, sich erstmal in Ruhe hinzusetzen, eigentlich die Emotionen rauszunehmen, um dann danach eventuell klug zu handeln. Das habe ich teilweise auch nicht gemacht. Dann in der Emotion, oh Gott, wir sind betrogen worden, da muss man was unternehmen. Dann steht man vor Gericht. Wenn man einigermaßen eloquent auftreten kann, kommt man eventuell durch. Das ist nicht jedermanns Sache. Und man kann sich damit ganz schnell den Tag versauen. Vor allem, wenn man sich mit deutscher Geschichte beschäftigt. Wenn Sie sich mal richtig den Tag ruinieren wollen, beschäftigen Sie sich mit deutscher Geschichte. Ja, das gehört auch dazu, das dann zu machen. Jetzt ist die Frage aus einer Situation heraus, eine Wut. Oh, man ist betrogen worden, aber der Punkt ist ja der, warum ist man wütend? Man hat sich ja betrügen lassen. Und das ging ja eine ganze Weile. Die Wende war 1990, wenn man so sagt, die Wende und sowas. Also ist das Deutschland so zusammengerückt ist. Ja, ist es das wirklich? Nee.
guckt man sich das an, oh, man ist ja so lange betrogen worden. Aber man kann die Sache auch anders sehen. Wenn man sich anguckt, Grundgesetz oder die ganzen Verträge, 2+4-Vertrag und was steht wirklich in den Handelsregeln, nicht in den Handels, sondern in den Bekanntmachungen im Bundesanzeiger, Überleitungsvertrag, so eine Geschichte, dann findet man, dass die am 27.09. Den Geltungsbereich des Grundgesetzes ausgetragen haben. Am 3.10. sind irgendwelche Länder dazugetreten zu einer Sache, die es gar nicht mehr gibt. Und diese Länder, die wurden erst am 14.10. gegründet. Oh, was ist denn das hier? Den ganzen Namen gibt es ja nicht. Und, ja. Das kann man so sehen. Man kann es auch anders sehen. Genial. Und die Frage ist die, im Ministerium für Justiz, da arbeiten die besten Juristen, die man für Geld kaufen kann. Glauben Sie, die machen mit Absicht so einen Fehler? Ich glaube das langsam nicht mehr. Dass diese Fehler sind absichtlich, da sind ein paar ganz kluge Köpfe dabei. Und warum? Die haben bestimmte Dinge in Deutschland offen gelassen. Und die wurden aus meiner Sicht heute mit Absicht offen gelassen, weil wir 1990 als Volk spirituell noch gar nicht so weit und so reif waren. Und hätte es 1990 eine echte Einheit gegeben, wozu man die Chance gehabt hätte, dann wäre das eine ganz schöne Katastrophe. Dann ständen wir jetzt da mit diesem bescheidenen Geldsystem. Das wäre nämlich geblieben. Denn was wollten alle? Kommt die D-Mark nicht zu uns, dann kommen wir zur D-Mark. Und wir waren alle geldorientiert, immer mehr. Jetzt, wo alle Probleme kumulieren, die gesundheitlichen, da kriegen wir den Spiegel vorgehalten, auch da etwas zu tun mit der Schweinegrippe. Das Geldsystem fliegt uns um die Ohren und die Leute müssen sich Gedanken machen. Die rechtlichen Fragen sind nicht geklärt. Alles kommt gleichzeitig. Und das ist notwendig und wichtig. Ich kann hier nicht neue Energie einführen. Es gibt deswegen aus meiner Sicht keine freie Energie. Es ist eine göttliche Energie und die wird es gegen das Geld des Teufels nie geben. Deswegen muss ich parallele Austauschsysteme gleichzeitig schaffen. Es geht gar nicht anders. Ich muss immer, dummerweise müssen wir alles gleichzeitig bewegen, ansonsten geht das nicht. Und dazu brauchte es Zeit. Und die Reife hatten wir als Volk nicht. Deswegen kann man das auch positiv sehen und sagen, es ist genial, dass einige Sachen offen geblieben sind. Und stellen Sie sich vor, der Laden ist im Handelsregister eingetragen, eine Firma mit 25.000 Euro. Könnte man sich wieder aufregen und sagen, was ist denn hier betrogen worden? Man könnte sich aber auch sagen, genial. Alle Länder der Erde. Alle Länder der Erde und alle Völker der Erde haften mit ihrem Steueraufkommen gegenüber der Hochfinanz und mit ihren Ressourcen. Nur Deutschland. Deutschland haftet, oder nicht Deutschland, sondern die Bundesrepublik, haftet mit einer 25.000 Euro GmbH. Das ist doch eine coole Nummer. Und die wissen das alle, die mit diesen Laden Geschäfte machen. Da kann man ja auch mal ganz groß die Finger geben. Mal so die ganz große Nummer. Juristisch völlig sauber. Kein anderes Volk der Welt hat diese Möglichkeit. Ich kann nirgendwo anders auf der Welt einen Staat im Staate machen. Geht doch gar nicht. Hier. Hier gibt es nur einen Gewerbebetrieb. Und der Staat muss handlungsfähig gemacht werden. Das haben die selbst geurteilt. Die Möglichkeiten haben wir. Deswegen, meine Damen und Herren, geht es nicht, dass wir hingehen und sagen, ich will euch nicht mehr, ihr seid für mich nicht zuständig, übrigens auch mit zweifelhaften Dingen, die Blitzerfoto drumherum kommen und so eine Sachen. Mag ja sein, dass die juristisch keine Möglichkeiten haben, man hat aber ethisch-moralisch die Arschkarte. Entschuldigung, wenn ich das so sage, denn da stand ein Schild 80, bin 100 gefahren, Blitz, muss ich auch dafür Buße tun, Punkt. Kann ja nicht sein, dass irgendjemand nur so da rumkommt, nur weil die nicht zuständig sind. Wollen wir hier Anarchie? Wollen wir, dass jeder selber festlegt, was hier Recht und Ordnung ist und wie die Gesetze sind? Ich glaube nicht. Deswegen hat es keinen Sinn, auf die zuzugehen und zu sagen, wir wollen euch nicht mehr, ihr seid nicht mehr zuständig und so weiter und so fort. Das kann ich nur dann machen, wenn ich sage, ich habe da mal einen Plan und eine Alternative. Und am besten ist, ich lebe sie schon. Und dann habe ich die Erfahrung gemacht, dann hören die zu. Und dann kriegen sie die Möglichkeiten. Unter anderem auch keine Steuern zu zahlen. Aber nur dann. Bei mir haben die nachgegeben, in einem ganz konkreten Fall, auch in der Betriebsprüfung, als ich denen gezeigt habe, die ganze rechtliche Argumentation hat die überhaupt nicht interessiert, die setzen ihre Macht durch. Aber als ich manchen Leuten gesagt habe, wisst ihr, ich zahle eigentlich mehr Steuern als ihr, und die geguckt haben, wie, du zahlst doch hier gar keine Steuern. Ja, ich habe aber alles in eine Stiftung eingebracht und die hat einen ganz
Und um hier bei euch rauszukommen, damit ihr für mich nicht mehr zuständig seid, vollständig alles in Stiftungen rein. Das hat aber auch eine Kehrseite, und die Kehrseite der Medaille ist, ich muss 50% der Erträge, ich habe alles eingebracht, gemeinnützig verwenden. Und ich zeige euch mal was, ich habe das auch getan. Zack, 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 zack. Oh. Das hat ihn interessiert. Der hat auch ein Gerechtigkeitsempfinden, der Finanzbeamte. Und der sagt sich, ey, mein Nachbarn zahlt Steuern, ich zahle Steuern, alle zahlen Steuern, du kommst ja mit irgendeiner abstrusen Diskussion und willst hier dich entziehen? Nee. Ich habe mich nicht entzogen. Ich habe mich persönlich nicht daran bereichert. Ich habe gezeigt, wie bestimmte Dinge besser gehen. Und dann hören die zu. Und dann kriegen sie auf einmal heimliche Unterstützung. Die glauben sie gar nicht, wenn ich ihnen das erzähle. Ich kann das auch gar nicht machen, weil man einige Leute schützen muss. Das geht. In der neuen Welt, die wir entwickeln, der Riss zieht sich durch alle Teile. Der geht durch die Freunde, durch die Familien und durch alle Institutionen. Und wir müssen überall die Leute identifizieren, die sozusagen auf unserer Seite sind. Und die finden sie überall, selbst in den Geheimdiensten. Da sind immer die Intelligentesten. Denn da werden die Informationen gesammelt und da sind mit Sicherheit nicht die Blödesten. Wir sind auf das Thema Stiftung gekommen. Wir wurden neulich angesprochen, als mich jemand gefragt hat, mein Gott, hier, das, was ihr macht, IOC, International Organizations Council, internationale Organisationen gegründet und daraus Treuhandstiftung gemacht, das sieht ja aus wie NWO, das ist ja genau das Gleiche. Ich lese mir das durch, unser eigenes Zeug, die Satzung, die Charta. Wir sind dabei, eine Menschenrechtserklärung zu erarbeiten, eine universelle Menschenrechtserklärung, da musste ich feststellen, stimmt. Oh. Und im zweiten Augenblick habe ich gedacht, das ist genau richtig. Wir spiegeln die. Wir müssen doch nur die Intention austauschen. Lesen Sie sich doch mal die Satzung der WHO durch. Das sind die Jungs, die hier mit Pandemie die Schweinegrippe durchdrücken wollen. Aber wenn Sie die Satzung von denen lesen, da geben Sie glatt die Unterschrift. Da stehen die hehren Ziele. Hinter ihren hehren Zielen, die sie über die internationalen Organisationen nach außen tragen, dahinter verbergen die ihre Schweinereien. Jetzt machen wir genau das Gleiche. Wir machen auch, stellen die gleichen hehren Ziele nach außen, gründen uns genau wie die. Nur leben wir jetzt das, was wir sagen, im Unterschied. Das ist der Punkt. Das sollten wir machen. Wir haben also Organisationen, weil es gibt einen Weg von oben und von unten. Jetzt habe ich nur nicht mehr die Zeit, darauf einzugehen. Blöd, ich habe mich hier verquatscht. Wer Fragen hat, wird das nochmal im Interview machen oder in anderen Vorträgen, können wir das nochmal dezidiert darstellen, wie das ganze Ding funktioniert, dass wir hier an Treuhandstiftung angliedern, weil der Trick, in Anführungsstrichen, aus dieser Nummer herauszukommen, ist, sich vom Eigentum zu verabschieden, in die Gemeinnützigkeit zu gehen, aber den Zugriff auf die Besitztümer zu behalten. Wir müssen Eigentumsladen. Los sein. Aber sie müssen über die Werte, die sie früher mal hatten, über die sie jetzt kein Eigentum mehr haben, nach wie vor verfügen. Und dann können sie hingehen und schon mal vorsorglich einen Offenbarungseid unterschreiben. Sie haben ja nichts mehr. Sie brauchen auch nichts mehr. Aber sie verfügen über die Dinge. Wissen Sie, das Auto von mir, was da draußen steht, ist ja nicht meins, das gehört der Stiftung. Aber ich bin Vorstand der Stiftung. Ich sage, der Klaus fährt damit rum. Reicht doch. Was hat sich in der Benutzung für mich geändert? Nichts. Vom Eigentum alles. Gehört mir nicht. Aber ich verfüge. Das ist wesentlich. Und wir sollten die Dinge auf der Welt so gestalten, dass diejenigen Menschen in die Verfügungsmassen der Rohstoffe und der Patente und des Wissens dieser Erde gelangen, die am sinnvollsten im Sinne aller Menschen und im Sinne des Planeten, im Sinne des Universums umgehen können. Ich glaube, dann haben wir eine ganze Menge geschafft. Das ist der Plan und das Ziel, was dahinter steckt. Und das macht man ganz einfach mit gemeinnützigen Stiftungen. Und da kann man die Jungs spiegeln. Die haben hier 2007 ein Gesetz erlassen zur Stärkung des bürgerlichen Engagements. Wer kennt das? Wer hat sich damit schon mal beschäftigt? Ja, schade. Es gibt immer ein paar Leute, die sich damit beschäftigt haben. Die Jungs von der Bertelsmann Stiftung, die haben das für sich angewandt. Man kann nämlich jetzt in Stiftungen einbringen, pro Nase, pro Kopf 1 Million im Jahr. Reicht das? Steuerlich absetzbar. Und wenn Sie lesen in der deutschen Abgabenordnung, was alles im Prinzip gemeinnützig und wohltätig ist, da haben wir alle Möglichkeiten, die man nutzen kann. Und wir arbeiten in der Hinsicht sogar wieder mit denen zusammen, indem wir uns dort Steuernummern holen. Weil dann machen wir das, was die kennen. Das ist wesentlich. Wir müssen mit Dingen operieren, die die kennen. Um auch die Jungs in den Behörden da abzuholen, wie es so schön heißt, wo sie sind.
und sukzessive auch auf die eigene Seite zu ziehen. Das funktioniert, wenn man das angeht. Bauen Sie bloß keine Feindbilder auf und schon gar nicht mit denen, die die Macht haben. Und der Fehler vieler Bewegungen besteht darin, sich mit einer Keule bewaffnet auf ein Feld zu stellen und zu sagen, ich habe Recht und mir gegenüber steht ein hochgerüstetes Ritterheer. Das ist aber ganz blöd. Was nutzt mir das Recht? Nichts. Ich muss die Dinge sehen, die ich entwickeln und durchsetzen kann. Menschen bilden bedeutet nicht ein Gefäß zu füllen, sondern ein Feuer zu entfachen. Ich hoffe, das war ein Stück dabei, dass Sie sich mit den Dingen beschäftigen, die ich hier erzählt habe. Und wenn Sie wirklich zum Stück mehr Informationen, zu mehr Wissen kommen wollen, gibt es eine ganz einfache Regel. Sehen Sie weniger fern, dann sehen Sie mehr durch. Schönen Dank.